über Kinderehe? Was sagt uns der Islam über Kinderehe? Ja, meine lieben Muslime, ja, Kinderehe ist verboten. Kinderehe soll auch nicht vollzogen werden. Ja, bist du da? Ja, Sarah, ich bin da. Das ist wirklich ein Thema, was wir ansprechen müssen. Ja, Leute, ganz, ganz wenig. So, erstmal an die ganzen Brüder und die Geschwister. Ich begrüße euch erstmal. Ja, an alle, die hier drinne sind. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ne? Solange spreche ich erstmal so mit euch und dann fangen wir mit das Thema an. Ne? So, vielleicht gibt es einen Moslem, der meine Frage beantworten kann. Na, dann gehen wir mal drauf ein. Holen wir mal einen Moslem hoch. Dann würde ich diesbezüglich auch dem Moslem eine Frage stellen. So, jetzt holen wir mal den hoch. Und an die ganzen Jesiden, ich küsse eure Herzen, die hier drinnen sind und zuhören. Pass mal auf, ne? Du Dede, bist mein so Lieber. einer, du bist so Dede. einer, du versuchst nur mit diesen. Dass du da warst, das war gut. Danke, dass du da warst. Kurze Rede, wenn du reinkommst in einem Stream, dann musst du auch begrüßen, mein Lieber. Ja, dann führt man einen sauberen Dialog, mein Freund. Ja, das hat hier nichts mit Hetze zu tun, ja, sondern es ist was? Es ist eine Aufklärung, mein Lieber. Deswegen habe ich dich auch ganz schnell wieder rausgeschmissen. Wenn man einen Channel betreten tut, dann begrüßt man. Und nicht reinkommen, hey, pass mal auf, ey, pass mal auf, ey, pass mal auf, ey, pass mal auf, ey, pass mal auf. Falsch. Wenn man reinkommt, begrüßt man erstmal. Ja, man begrüßt, man spricht, man redet erstmal und dann. Aber wenn du reinkommst in den Channel, ey, pass mal auf, ey, pass mal auf, ey, Digga, pass mal auf, ey, Digga. Ja, und deswegen sage ich immer wieder, ihr seid keine richtigen Männer. Ein richtiger Mann kommt erstmal rein und begrüßt erstmal und sagt, hey, wie geht's dir? Ich hätte diesbezüglich mal eine Frage. Das ist ein richtiger Mann. Und nicht ein Mann, der keine Erziehung hat. Ja, ey, von wo habt ihr diese Erziehung überhaupt? Komm rein, begrüß und dann ist doch alles okay. Das Erste, was er macht. Hey, pass mal auf, Mann. Hey, Digga. Ich bin Großfamilie und so. Hey, Digga, pass mal auf. Hey, Digga, ja Seleme. Ja Seleme, ja Seleme, ja Seleme. Pass auf, ja Seleme. Hey, begrüß doch mal. Hey, begrüß doch einfach mal. Komm rein, mit Liebe, begrüß doch erstmal. Das Erste, was er macht, ist, er kommt rein. Hey, ja Seleme, ja Seleme, ja Seleme, ja Seleme. Arme Seelen, arme Seelen. Oh je. Arme, arme Seelen. Ja, keine Erziehung. Holen wir mal den nächsten hoch. Gucken wir mal, wer das ist. Hallo. Grüß. Grüß dich, mein Lieber. Erstmal, wie geht's dir? Ganz gut, und dir? Mir geht's hervorragend. Cool, ich wollte dir nur Bist mal was du, sagen. Und bist zwar du, finde bist ich, dass du, du eine bist richtige du? Banane bist, wirklich. Hören wir jetzt Nochmal? von Wiederhol das nochmal? einer Banane. Okay, warte mal. Hörst du mich? Ja. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir auch. Er kommt rein. Ich wollte dir nur sagen, du bist eine Banane. Hey, komm rein mit Respekt. Hat deine Mutter dir keinen Respekt beigebracht, Mann? Ja, Seleme. Hat deine Mutter dir keinen Respekt beigebracht, Mann? Wie alt bist du eigentlich? Deswegen sage ich es nochmal, ich wiederhole mich nochmal. Ihr seid keine Männer, Mann. Ihr seid wirklich keine Männer. Ich meine das ernst. Auf Ernst. Ich komme rein, ey, der Islam, wir sind nicht rassistisch, aber ich komme rein, ey, ich wollte dir nur sagen, du bist eine Banane.
Ja. Ich kenne euch sehr gut, Mann. Ich weiß schon, wie ihr denkt gegenüber unserer Hautfarbe. Ja, der liebe, friedvolle Islam. Alhamdulillah. 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 Ey, Mann. Ey, Mann, ey, Mann. Islam ist Frieden. Ja, Islam, Frieden mit R. Ja, und weißt du, für was das R steht? Für rassistisch. Ja, nicht Frieden. Mit R. Mit R. Rassistisch. Naja. Mein Sohn hat nichts kriminell. Mein Sohn hat nichts kriminell. Mein Sohn gut. Mein Sohn guter Sohn. Mein Sohn nichts kriminell. Mein Sohn gute, mein Sohn. Ja. Das sieht man an eurem Verhalten hier. Schade. Und dann, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Wo? Alhamdulillah, Moslem. Komm rein, begrüß, sei lieb, ich bin lieb zu dir und dann ist doch alles okay. Ja, Seleme, pass mal auf, ich will dir was sagen, ja, Seleme. Islam für Frieden, ja, wirklich voller Frieden. Oh, voller Frieden. Naja, schauen wir mal. Schade. Ich finde es schade, dass man mit diesem Menschen nicht reden kann. Sehr, sehr schade. Und mal den nächsten noch. Ja, Bruder, was geht denn? Erstmal, Mr. Breezy, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Sehr schön, sehr Ja. schön. Sag mal, du bist ja Moslem, oder? Ja. Okay. Bevor wir einen Dialog führen oder reden, würde ich dich mal Aber fragen, Bruder, lass mal bist den du. Dialog. Man kann doch quatschen einfach. Muss doch jetzt nicht Ja, immer um dich alles gut, handeln. alles gut, alles gut, Weißt? alles gut. Ich bin ja nicht hier, dich runterzubuttern. Es geht nur darum, dass der Respekt einfach da ist und das will ich nur schon im Voraus ansprechen. Klar, verstehe ich zu Ja. 100%. Mir geht's um eine Sache. Wie stark bist du denn im Islam? Wie bitte? Wie stark bist du denn im Islam? Bist du stark in dem Glaube? Ja, Bruder, ich sag dir so ehrlich, offen und ehrlich. Bruder, Ja. so, ich bin Moslem, Bruder, aber leider noch nicht so praktizierend, wie es sein soll. Okay, Weißt okay. du? Das heißt, Das finde ich gut. Das finde ich gut. ich glaube schon an. Ne, klar, ich glaube schon an den Koran, an alles. Ja. Nur die Gebete, Bruder, fällt mir jetzt schwer, ne? Irgendwie. Aber eine Frage, wenn du dich mit der Religion, also mich interessiert das nur so gerne, wenn du dich mit deiner Religion nicht so auskennst, wie kannst du aber dann sagen, dass deine Religion die einzigartige und wahre Religion ist? Kannst du mir das vielleicht sagen? Also wir reden ganz normal, alles gut, weil du bist respektvoll gegenüber mir, ich zeige dir meinen Respekt, das ist kein Problem. Ja, kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Da gibt es für mich die ein oder anderen Details, wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass der Islam das Richtige ist. Ja. Ich höre dir zu, ich höre dir zu. Du kannst reden, ne? Also du hast meinen Respekt. Rede ruhig. Ich höre dir zu. Du kannst Was? reden, ne? Ja, Also du hast meinen Respekt. Rede ruhig. Ich höre dir zu. Du musst, glaube ich, raus und reinkommen, man hört mich doppelt. Du musst, glaube ich, raus und reinkommen, man hört mich doppelt. Ja, man hört doppelt. Komm noch mal rein. Mal eine Anfrage. Stell noch mal eine Anfrage, weil ich höre mich doppelt. Ist kein Problem. Stell noch mal eine Anfrage. Holen wir mal jemand anders kurz hoch. Solange sie respektieren. Alles gut. Dann kann man einen Dialog führen. Hi, grüß dich. Grüß dich, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Hamza, danke schön. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. So wie ich raushöre, bist du wahrscheinlich Moslem, oder? Nicht wahrscheinlich, ich bin Moslem, genau. Du bist Moslem, genau. Okay. Bist du mit deinem Glauben, bist du stark in deinem Glauben? Nein. Aber darf ich dir was sagen? Nein. Erstmal, ich war ja Ich bin. gestern auch in deinem Live drin. Ja, genau. Und ich wollte erstmal da sagen, das war erst einerseits korrekt wegen dir, dass du auch so respektvoll über unseren Propheten gesprochen hast, dass du das bestätigt so fertig gemacht hast. Das finde ich erstmal okay. Das sind Meinungsverschiedenheiten.
Gestern, was mir nicht gepasst hat, da war dieser Danilo oder so, der hat da irgend so Mist erzählt. Da wollte ich eigentlich mit ihm noch reden. Weißt du, wen ich meine, dieser Danilo? Ich weiß, aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Wir zitieren nur mit Quellen. Okay. Also einfach so reden tun wir nicht, weil jetzt, während ich mit dir rede, habe ich alle meine Quellen hier schon bereit. Nein, das ist ja okay. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich glaube an meine Religion, ja, hundertprozentig. Okay. Ich bin aber leider sehr schwach noch darin. Was mich jetzt seit einigen Tagen dazu bewegt, was ich jetzt alles im TikTok hier, alles, was ich hier live mitbekomme, dass ich sehr, sehr zurück bin, was meine Religion angeht. Und erstens danke ich euch dafür, dass ich mich mehr damit befassen kann. Natürlich werde ich aber auch zur gleichen Zeit auch die Bibel lesen. Ich muss ja auch da ein bisschen Wissen aneignen. Es geht sich um, da war doch das Thema, dass Adam kein Prophet wäre, weil er keine Prophezeiung gemacht hat. Ich möchte jetzt erstmal ganz kurz an die ganze Leute hier erstmal fragen, hängt mein Stream, Leute, an die christlichen Brüder und Geschwister, hängt der Stream? Bitte mal alle Daumen nach oben, wenn der Stream hängt. Nur, dass ich jetzt nicht mehr. Okay, alles okay? Nein, nicht mehr. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay, geht wieder. Falls es hängt, Leute, schreibt das bitte rein an meine lieben Brüder und Geschwister und dann passt das alles. Ich switch mal ganz kurz um. So. Genau, Adam. Also wenn wir über Adam sprechen, ja, fragen wir uns ja, die erste Frage ist, wenn Adam ein Prophet ist, ja, Gott hat Adam erschaffen. Ja. So, die Frage ist, warum sollte Gott Adam zum Propheten ernennen? Beispielsweise, was ist dann seine Aufgabe? Ich meine, du musst dir ja mal so vorstellen, es ist logisches Denken, es ist auch ganz einfach erklärt. Für was braucht Gott den ersten Propheten? Was soll denn seine Aufgabe sein? Weil ein Prophet hat die Aufgabe, etwas zu prophezeien, Wunder zu vollbringen. Und nicht Adam, der erste Mensch, der erschaffen worden ist, gleich als Propheten zu ernennen. Es ergibt gar keinen Sinn. Für was soll er ein Prophet sein, wenn es nichts gibt? Es gibt ja keine Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Also warum sollte er der Prophet sein? Okay. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus möchte? Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Das heißt also, genau, für dich und ist Adam, ein Prophet der Prophet. Adam, weil Adam ist kein Prophet. Adam wurde erschaffen. Ja? Adam wurde erschaffen. Aber Adam wurde ja nicht erschaffen, um gleich Prophet zu sein. Das ist falsch. Ja? Propheten sind die, die gekommen sind, um zu prophezeien, was später passiert. Das hat Adam aber nicht gemacht. Er wurde nur erschaffen. Okay. Und von Adam und Eva kommen wir ja. Okay. Man versteht, was ich meine. Ja, ich... also du bist jetzt 100% sicher, dass ein Prophet prophezeit? Ein Prophet, deswegen heißt es ja Prophet. Prophezeien, okay. Wunder vollbringen. Okay, Prophet, aber dieser Titel. Ja. Moment, da ist jemand drinne. Claudia, ich höre dir gerne zu. Ich küsse doch dein Herz, Claudia. Ne? Ich küsse doch dein Herz. So, ja, sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Jetzt man, bitte. Ich weiß nicht, wie viele von gestern oder jetzt, wenn man sogar bei Google mal eingibt, was ein Prophet ist, steht es da genau drin. Der soll ja die Wahrheit von Gott über verkünden. Er muss ja nichts prophezeien. Richtig. So. Doch, prophezeien. Du musst ja als Prophet deinen Völkern etwas vorhersagen. Und das ist ein Prophet. Vorhersagen. Ja. Verstehst du? Du musst dir als Prophet etwas vorhersagen, damit das Volk dir auch glaubt, dass Gott dir diesen Titel oder dich als Prophet ernannt hat. Aber wenn du keine Prophezeiung bringst, dann bist du auch kein Prophet. So wie Mohammed. Mohammed hat nie eine Prophezeiung gebracht. Und diese Prophezeiung, die du im Koran siehst, sind alles biblische Prophezeiungen. So, jetzt fragen wir uns eigentlich, wenn der Koran
Die letzte Offenbarung ist, warum klaut der Koran, alle Prophezeiungen von der Bibel und fügt das in den Koran hinzu? Warum eigentlich? Hast du Beispiele das da? Ist eine sehr gute Frage. Hast du Beispiele da? Na, zum Beispiel Euphrat, über Jerusalem, über den Heiligen Geist, zum Beispiel Heiliger Geist, muss dir mal vorstellen, Heiliger Geist ist nicht, Heiliger Geist ist nicht Jibril. Aber Heiliger Geist ist nicht Jibril. Und warum fügt der Koran das Wort Heiliger Geist im Koran hinzu und sagt, ja, aber Heiliger Geist ist Jibril, obwohl Heiliger Geist im ersten Buch Mose, da fragen wir uns alle, der Gott, der da gesprochen hat, im ersten Buch Mose, war das der Heilige Geist oder war das Jibril? Okay. Ist jetzt Jibril Gott oder ist der Jibril, wer ist denn Jibril? Kann ich dir eine Gegenfrage stellen? Natürlich, stell mir die Gegenfrage, gerne. So. Weißt du, wie der Koran entstanden ist? Durch Mohammed. Genau, richtig. Weißt du, dass unser durch Prophet... Durch die Offenbarung von wem? Jibril, richtig? Nein, das nicht. Darf ich erstmal meinen Dings sagen? Ja, aber warte mal. Kam Gott und hat Mohammed die Botschaft gegeben oder kam der Engel Jibril und hat Mohammed die Botschaft gegeben? Wer jetzt? Das sage ich dir gerade ehrlich, weiß ich gerade nicht. Ich sag dir, ich bin nicht so stark. Siehst du? Aber warte. Alles gut, warte. Ich helfe dir. Nein, alles gut. Der Engel, ganz kurz, eine Sekunde. Der Engel, der gekommen ist, der Engel hat Mohammed die Offenbarung gegeben. Okay. So, jetzt frage ich dich, also wie heißt du, Yassin sagen, bestimmt? Also willst du mir sagen, jetzt entweder hat Jibril Sachen aus der Bibel geklaut und dann dem Mohammed erzählt? Oder Nein, ich bin noch gar nicht fertig. Gib mir nur die Möglichkeit, dir das zu erklären. Okay, ich höre zu. Okay. Jetzt musst du dir vorstellen, wie heißt du? Wie darf ich dich nennen? Yassin? Ja, oder wie heißt Yassin. Du? Du bist Yassin. Okay. Yassin, ich komme jetzt zu dir. Ja. Ich komme jetzt runter. Ich bin ein Engel. Ja. Aber ich komme zu dir und sage dir, hey, hallo, ich komme von Gott. Ich habe da was für dich, eine Offenbarung. Und dann drücke ich dich hier, Ikra, lies. So, ein Engel, der dich drückt bis zur Erschöpfung, bis du Angst kriegst und du rennst so schnell aus dieser Höhle raus, weil du Angst hast. Ikra. So, die Frage ist jetzt, er ist rausgerannt, der Mohammed, und er wusste aber nicht, wer das war. So, er rennt weg. Waraka sagt aber, ey, das war Engel Jibril. Woher soll Waraka, der nicht mal in dieser Höhle dabei war, woher soll er wissen, dass das Jibril ist? Und woher? Von wo nimmt er das? Ja, darf ich dich jetzt mal kurz was fragen zwischen? Ja, aber... Du hast aber, ja gesagt, aber, also ich sehe auch gerade in den Kommentaren hier, unser Prophet wurde bedroht. Steht das in der Bibel drin, wo das prophezeit? Oder ganz kurz, ich muss nur jemandem was beantworten. Maschko, du hast geschrieben, möchte gern Security. Mein Freund, ich arbeite schon seit 8 Jahren an der Türe. Leute wie dich, mein Freund. Ich mach Basketball mit dir. Ich putz dich weg, so, auf dem Boden. Ignorier die. Ich spiel Ping-Pong mit dir. Ich habe 8 Jahre an der Türe gearbeitet, mein Freund. Ich mach Ping-Pong mit dir, mein Freund. Na? Nur weil ich ein liebvolles Erscheinungsbild habe, denkt ihr, dass der Flex... aber ich mach Ping-Pong mit dir. Es ist einfach Fakt. Ich mach Ping-Pong mit dir. Ich habe 8 Jahre an der Türe gearbeitet und ich bin Gott froh, dass ich damit auch nichts mehr zu tun habe, weil Gewalt einfach nicht schön ist. Ja, und ich finde einfach diese ganze Türsteher-Szene, das ist eigentlich Quatsch. Ne? Ich war auch in der Türsteher-Szene. Und deswegen distanziere ich mich einfach vor solchen Dingen. Aber reinzuschreiben, möchte gern Türsteher, Kollege, ich habe 8 Jahre Türsteher-Erfahrung. Ich könnte jederzeit in einer Türe arbeiten. Natürlich nicht da, wo
eure Gleichgesinnten sind, sondern wo ganz anders, ja. Aber kommt nicht mit zurück. Bitte, bitte, bitte. Ich küsse doch eure Herren. Ja. Yasin, jetzt nochmal. Yeah. So, und zwar ja. War diese, was du jetzt gerade gesagt hast über meinen Propheten, war das jetzt eine Prophezeiung in der Bibel? Oder woher nimmst du dir das Recht, sowas zu behaupten? Bezüglich was? Bezug zu was? Und der Prophet bedroht wurde und somit Sachen in den Koran geschrieben hat. Steht doch in der Überlieferungskette. Wenn du jetzt in den Hadith gehst, wenn du wissen möchtest, ich gebe dir sogar den Hadith. Kleinen was Moment. Ist ein Hadith? Von wem wurden die geschrieben? Von den Hadithen? Von den Gelehrten. Da wird über das Leben von Mohammed berichtet. Also sind die Hadithe eigentlich von Menschen geschrieben und sind von keinen Propheten? Das sind von den Gelehrten, richtig. Aber richtig, ohne Hadithe also, kein ja. Koran. Warte kurz, Yasin. Ja. Warte kurz, Yasin. Ohne Hadith kein Koran. Ohne Tafsir kein Koran. Weißt du warum? Die Tafsire erklären, ja. Ganz kurz bitte. Genau. Die Tafsire erklären den Koran. Ohne Tafsir hast du keine Erklärung. So, und die Hadithe und die Tafsire kamen 200-300 Jahre später. Glaub, die Frage ist jetzt, ohne die Tafsire hätten wir keine genauere Erklärung. Aber das wiederum sind ja auch wieder von Menschen geschrieben worden, die eigentlich selber nicht... Es gibt ja viele verschiedene Leute, die den Koran falsch interpretieren oder richtig interpretieren. Stimmt's? Deswegen haben wir da auch die ganz radikalen Muslime und die normalen Muslime. Also die Hadithe würde ich erstmal so gar nicht ganz ernst nehmen. Also ich jetzt selber persönlich. Ja, aber wenn du die Hadithe, wenn du Sahih al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, wenn du die alle ablehnst, dann kannst du den Koran gleich ablehnen, weil ohne die Hadithe kein Koran, mein Freund. Okay. Ohne Tafsir kein Koran, mein Freund. Wer sagt das? Weil die Tafsire den Koran erklären. Das ist, wie soll ich dir sagen, wenn du einen Film guckst und dann gibt es welche, die machen, interpretiert, jeder Mensch interpretiert den Film ganz anders. Deswegen kann ich selber gar nicht drauf hören. Diese Tafsire, okay. Ich nehme das gar nicht so ernst. Weil wenn okay, dann machen wir das so. Guck mal, ja. Dann machen wir das so. Wenn du sagst, Tafsire braucht man nicht, Hadithe braucht man nicht, kein Problem, dann gehen wir nur auf den Koran ein. So, okay. Wenn ich dich jetzt frage, wie heißt die Frau von Adam ja. im Koran ja. und die zwei Kinder und wer ja. hat wem getötet? Kannst du mir das bitte in den Koran bitte sagen, wo von das steht? Koran aus, wenn wir jetzt vom Koran ausgehen, könnte ich es, glaube ich, nicht sagen. So, aber jetzt von steht der Name, ganz kurz, ja. bitte ganz kurz, bitte ja. ganz kurz. Wie heißt die Frau von Adam im Koran? Nur im Koran. Wenn du sagst, Tafsire, Hadithe sind von Menschen geschrieben, richtig, das hast du sehr gut gesagt. Ich würde jetzt sagen, Eva, aber... Steht nicht drin, zeig es mir. Ja, sag ich ja. Ich würde jetzt so sagen, weil es Grundwissen ist, was man hier überall lernt. Aber ja. im Koran kann ich Ihnen noch nicht beantworten, weil ich den Koran leider noch nicht gelesen habe. Siehst du, und da haben wir ein Riesenproblem. Warum nimmst du die Shahada und sagst, Alhamdulillah, ich bezeuge, dass wer? Mohammed, was? Prophet Gottes ist. Richtig, aber wenn du es bezeugst, warst du denn vor Ort, dass du es bezeugen kannst? Du bist doch kein Zeuge. Das ist aber mein Glaube. Ja, aber du kannst doch nicht etwas bezeugen, obwohl du nicht da warst. Okay, so. Du musst dran glauben, weil wir bezeugen ja nicht Jesus Christus. Guck mal, ich erklär's dir. Ja. Wir bezeugen nicht Jesus Christus. Ja. Wir glauben an Jesus Christus. Ja. Aber ihr bezeugt. Ja. Ihr sagt, La ilaha illa Muhammadan Rasulallah. So, ihr aber bezeugt. Weißt du, warum wir überzeugt sind? Ganz kurz ja. bitte. Ganz kurz. Wenn ihr bezeugt, dann frage ich dich, warst du vor Ort? Kannst du es beweisen, dass du es bezeugen kannst? Ihr glaubt an Jesus, oder?
Yassin, ganz kurz bitte. Du musst auf meine Frage eingehen. Ja, das ist auf deine Frage gerichtet. Okay, dann okay. Beantworte ich jetzt meine, ich beantworte erstmal deine Frage. Okay. Und dann, es steht ja so im Koran drin, oder? Was steht im Koran drin? Dass wir bezeugen müssen, dass unser Prophet Mohammed Prophet Gottes ist. Meine Frage ist, guck mal, ich stelle dir diese Frage nochmal. Ja. Du sagst ja La ilallah, du bezeugst ja, dass genau. Mohammed was dein Gesandter ist. So. Genau. Aber woher willst du es bezeugen, wenn du nie vor Ort warst, dass er dein Gesandter ist? Du kannst es ja nicht bezeugen. Ja, genau, das stimmt. Ich war nie vor Ort. Genau, also warum bezeugst du es dann? Weil ich mir 1 Million% sicher bin. Nein, du kannst doch nicht 1 Million zu 100% sicher sein, wenn du nicht vor Ort bist. Guck mal, wenn ich mit dir vorm Gerichtssaal sitze und ein Ereignis ist passiert. Moment, Yassin, wenn du mir immer reinredest, dann wird's schwierig. Okay. Dann wird's schwierig, dann kann ich auch nicht reden. Wenn ich mit dir im Gerichtstermin bin und wenn ich mit dir eine Unterhaltung führe, ja, so, und der Gerichtsvollzieher sagt, waren sie vor Ort, dann kannst du es nicht bezeugen, weil du warst ja nicht da. Du kannst es nur bezeugen, wenn du vor Ort warst. Ja. So, und jetzt haben wir ein Problem. Warum bezeugst du, dass Mohammed dein Gesandter ist? Du hast mich nicht verstanden. Ich habe dich verstanden. Doch, doch, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst einfach nur, dass ich jetzt sage, du kannst nicht etwas bezeugen, was du nicht gesehen hast. Okay, okay. Du kannst dran glauben. Ja, du kannst dran glauben, aber du kannst es nicht bezeugen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich werde das nicht aussprechen. Versteh mich nicht falsch. Ja, aber wir müssen doch die Wahrheit sprechen. Ja, okay. Wir schweifen auch voll von meinem anderen Thema. Guck mal, Yassin. Ja. Yassin. Ja. Ich möchte bitte, dass du, ich weiß, es ist eine gewisse Angst, die vielleicht innen drin ist, aber Yassin, du musst ehrlich sein. Du darfst nicht lügen. Ja, aber du verleugnest es ja. Das ist nicht richtig. Ich verleugne gar nicht. Nein, aber du weißt ja selber, dass ich gerade nicht so stark in meiner Religion bin. Aber ich bin. Ja, alles gut. Alles gut. Dann wollen wir mal kurz zu einem anderen Thema kommen, wo wir eigentlich voll abgewichen sind. Nein, aber warte doch. Wir müssen doch dieses Thema zu Ende sprechen, den können wir gerne switchen. Ist doch kein Problem. Nein, wir switchen. Wir sind ja eigentlich, haben wir schon gewechselt, ohne ein Thema abzuklären. Wir sind immer noch beim selben Thema. Wir sind ja nicht irgendwie abgewichen. Du hast so gesagt, im Koran stehen Prophezeiungen, die in der Bibel stehen. Hey, kein Problem. Darüber, da gehen wir gerne drauf ein, aber lass uns das mal kurz zu Ende machen. Okay. Also lass uns mal über das, was ich gerade gesagt habe, lass uns darauf eingehen, bitte. Okay. Aber ich werde nicht aussprechen. Yassin, aber dann bist du nicht ehrlich, Yassin. Ich bin ehrlich. Ich werde es aber nicht aussprechen. Ja, aber Yassin, das ist dann traurig. Das hat dann keinen Wert mehr. Den können wir können wir ja nicht reden. Nee, ich will ja Fakten klären. Du willst aber etwas, dass ich. Du willst etwas von mir verlangen, wovon ich sowieso felsenfest davon überzeugt bin. Yassin, stopp. Ich verlange nicht etwas von dir, sondern das, was ich dir sage, ist die Wahrheit. Und deswegen habe ich gesagt, geh mal drauf ein. Okay. Weil du bezeugst ja etwas. Ja. So, was heißt für dich bezeugen? Du darfst reden. Ich weiß, was bezeugen ist. Also in der heutigen Sprache und sonst was bezeuge ich ja auch, wie du schon eben gesagt hast, wenn jemand vor Ort ist und etwas selbst miterlebt hat oder selbst gesehen hat, persönlich. Ich habe das ja verstanden. Alles schön und gut. Erklär mir mal, was bezeugen bedeutet. Wenn ich selbst eine Tat oder sonst was, wenn ich selbst vor Ort war. Okay, und warum bezeugst du es dann? Ich sag ja, weil es im Koran steht und ich an meinen Koran glaube. Ja, aber du kannst doch nicht an eine Lüge glauben und sagen, ich bezeuge es. Das ist doch gelogen. Du lügst dich doch in dem Moment selber an. Okay. Du kannst dich doch selber nicht belügen und sagen, ich bezeuge. Du kannst nicht bezeugen, wenn du nicht da warst, weil in dem Moment lügst du Gott an. Du kannst nicht bezeugen. Du warst nicht da. Und wer ist Gott? Jesus. Jesus ist der wahrhafte, lebendige Gott, denn er hat gesagt, ich bin das Leben und die Wahrheit. Okay, hat Mohammed gesagt, ich bin die Wahrheit und das Weg? Sag du es mir, du hast den Koran doch gelesen, oder?
Mohammed hat gesagt, ich weiß nicht, wo ich hingehe, ich weiß nicht, wo ihr hingeht. Jesus Christus hat aber gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Aber hatte man mal, also das ist jetzt nur so ein bisschen, was ich damals mal mitbekommen habe, wurde dem Jesus mal nicht eine Frage gestellt, wo er darauf geantwortet hätte, er weiß es nicht? Zum Beispiel, meinst du das mit der Stunde? Ich weiß es nicht, kann genau sein, es ist schon was länger her, deswegen sage ich ja, ich muss mich nochmal mit beiden Religionen befassen. Also die Stunde, natürlich kennt der Vater die Stunde, der Sohn ebenfalls, weil das, was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt also, in der Apostelgeschichte sagt Jesus Christus selber, ja. Es ist nicht euer Brot, die Stunde zu kennen. Weil würdest du die Stunde kennen, oder würde jeder die Stunde kennen, dann würden noch mehr weitere falsche Propheten kommen. Und deswegen ist es nicht unser Brot, die Stunde zu kennen, sondern nur der Vater. That's it. Hört man mich? Man hört dich sehr gut. Okay, weil ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich höre dich doppelt. Stopp, man hört mich doppelt. Ich stelle noch mal eine Anfrage oder so, weil ich höre dich doppelt. Nicht zu sehr, Ja, mundtot, ja, was soll ich sagen, Leute, wir sprechen halt auch die Wahrheit. Das ist äußerst wichtig, dass wir über die Wahrheit sprechen, ne? Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Wahrheit sprechen, Leute. Wir müssen die Wahrheit sprechen, ne? Ist einfach so. So, holen wir mal jemand anders kurz hoch. Oh, ja, dann fragen wir mal diesen Moslem mal was ganz anderes, ne? Gucken wir mal, wer das ist. Alles klar, Stefan. Ich sehe dich, Stefan. Rio, mein Lieber, wie geht's dir? Hallo, Friede sei mit dir. Friede sei auch mit dir. Bist du Christ oder Moslem? Ich bin Muslime. Du bist Muslime oder Moslem? Moslem. Gott ergeben. Okay, weil du gesagt hast, du bist Muslime. Das ist eine Mehrzahl. Du bist Muslime. Ein Moslem. Ich bin Moslem. Alhamdulillah, okay. Musliman. Alles klar, ist kein Problem, alles gut. Sag mal, eine Frage, bist du stark im Glaube? Ich würde von mir aus sagen, ja, ich bete jeden Tag und habe einen starken Glauben zum lebendigen Gott. Okay, verstehst du auch dein Buch? Ich würde sagen, ich verstehe, dass ich Wahrheit und Falschheit unterscheiden kann, auf jeden Fall. Ich habe den Koran öfter gelesen, die Bibel öfter gelesen, auch die Tora. Ja. Ja. Ich wollte mal zu dieser Frage, was Sie gerade gesprochen haben, über Adam. Weil darüber können wir gleich sprechen. Wenn ein anderer Gast reinkommt, habe ich immer andere Themen, die ich ansprechen möchte. Das heißt also, ich würde dir diesbezüglich mal eine Frage stellen. Ja, gerne. Ich würde antworten. Du bist respektvoll und das finde ich schon mal sehr gut. Das ist okay. Solange du mit mir respektvoll bist, gehe ich mit dir wirklich mit sehr viel Respekt um. Das ist mir äußerst wichtig. Auf jeden Fall, darum habe ich ja mein erstes Wort gesagt, Friede sei mit dir. Also von daher kannst du von mir aus, von meiner Seite aus nur Respekt haben. Also ja, kleinen Moment Gott, bitte. Mensch. Gib mir eine Sekunde bitte. Ja, gerne. Hoppla, was haben wir denn hier? So. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich auch gut? Natürlich, natürlich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich versuche jetzt deine Frage zu beantworten, so gut ich es kann. Nein, du musst nicht aufgeregt sein. Sei ganz entspannt, ne? Ich rede ja ganz entspannt mit dir. Und du musst nicht aufgeregt sein oder so, ne? Ich greife dich ja nicht an oder so. Weißt du, was ich meine? Nein, im Gegenteil. Ich bin ja auch respektvoll mit dir. Genau. Guck mal, ich würde dir diesbezüglich mal eine Frage stellen. Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage. Wenn du stark im Glaube bist, bist du ein Sunnite oder bist du ein Schiite? Ich gehöre der sunnitischen Rechtsschule an. Sunnitische Rechtsschule an. Okay. Meine Frage wäre jetzt, wenn du der sunnitischen Schule angehörst, nimmst du die sunnitischen Quelle an, ja oder nein? Und meinst du bezüglich auf Hadithe?
Genau. Ich sag, wenn dieses Hadith mit dem Koran übereinstimmt, dann ja. Wenn es dem widerspricht, dann verwerfe ich es. Weil du musst auch Aber du bedenken, darfst doch nicht erstens. verwerfen, wenn es Sahih al-Bukhari ist. Sahih al-Bukhari darfst du nie verwerfen. Nein, erstens muss man wissen, der Koran ist immer der Richter. Und wenn ein Hadith nicht mit dem Koran übereinstimmt, dann musst du das verwerfen aus einem bestimmten Grund, weil Gottes Wort ist der Koran und es ist widerspruchsfrei, dieses Buch. Und die Okay, wenn es Hadithe gibt aber. es etwa 5 Millionen Hadithe. Und wie du gerade auch erklärt hast, den anderen Bruder, dass es 150 Jahre nach dem Koran erst die ersten Hadithe aufgeschrieben worden sind. Das hatte auch einen bestimmten Grund. Ja. Also ich bringe nur Sahih-Quellen, nur Sahih. Alles, was Sahih ist, nur das bringe ich. Verstehe ich, aber erstens ist der Du Koran kannst der ja nicht, Richter. Wenn deine Religion so zusammenbasteln, wie du willst. Wenn da steht Sahih, musst du Nein. es annehmen. Nein, sag mir erstmal, welches Hadith, um welches handelt es sich, um welche Quelle ist es und von wem kam es? Alles gut, alles gut. Immer noch Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, alles Sahih. Nichts mit Daif, nichts mit anderen Quellen, nur Sahih. Okay, ich höre. Ich würde dich nur fragen, ich habe nur zwei spezielle Fragen, ja? Wie oft betest du am Tag? Also ich mache meine 5 Pflichtgebete und ich versuche auch viele Freiwilligengebete, also Nawafil zu machen. Also oft Okay, du versuche ich hast auch gesagt, du betest Fünfmal. 5-mal am Tag. Inshallah, ja, Alhamdulillah. Wo steht das im Koran? Kannst du mir das bitte zeigen? Ich mache den Koran jetzt auch auf. Kannst du mir zeigen, wo man 5-mal beten soll im Koran? Ich weiß, auf was du hinaus willst. Willst du mir jetzt sagen, dass Hadithe erklären, was der Koran uns auflegt und wie wir die Religion zu verstehen haben, oder? Okay, und jetzt muss ich dich kurz hier stoppen. Was kam zuerst, die Hadithe oder der Koran? Der Koran. Der Koran wurde Okay, innerhalb und wie von viele Jahre 22 Jahren in und wie viele Jahre später und wie viele Jahre später kamen dann die Hadithe? etwa 150 Jahre haben die ersten Hadithe wurden auf Bücher festgeschrieben. Weil dazu musst du Aha. wissen, der Koran wurde Aha. innerhalb 22 Jahre offenbart und die erste Sure war die Sure 96, wo du vorhin erklärt hast, dass Engel Gabriel in die Höhle gekommen ist und anscheinend Mohammed gewirkt hätte. So war Rio, das nicht. Rio, Sondern er hat gesagt, Rio. lies im Namen deines Herrn. Und der Mohammed sagt, ich kann nicht lesen. Dann hat er ihm Alles ein gut. Tuch über den Das Kopf gemacht. Thema ist ja schon abgeschlossen. Das ist ja kein Problem. Alles gut. Das verstehe ich ja. Aber ich muss dich da noch mal korrigieren. Die Auf was? Auf die Hadith? Hadithe und die Tafsire kamen 300 Jahre später. Ich habe Also gesagt, frage ich. die ersten Hadithe wurden etwa 150 Jahre nach dem Koran aufgeschrieben. Und dann ging es weiter. Wie du sagst, bis zu Okay. 300 bis 400 Jahre. Und von wem wurden die Hadithe geschrieben? Von Imam Bukhari und Abu Dawud und Tirmizi. Es gibt verschiedene Gelehrte, die in Okay. verschiedenen Ländern gelebt haben. Ist Imam Bukhari, ist er ein Prophet? Nein, Gottes Willen, er ist nur Okay, ein Imam. und woher weiß er, dass man dann 5-mal beten soll, nach 150 Jahren oder lass sogar 300 Ja, Jahren sein? Woher weiß er das? ganz einfach erklärt, aus der Praxis, wie die Menschen die Religion ausgelebt haben. Und du musst eins dazu Aber guck mal, wenn der erläutern. Warte, Koran, warte. guck mal, Eins aber musst du wenn der wissen. Koran, ganz kurz, wenn der Koran die komplette Vollendung ist, ja, wenn der Koran die Wahrheit ist, warum kommt ein Mensch 150 Jahre später und sagt, ja, aber jetzt müsst ihr 5-mal beten? Also ist der Koran wohl doch mit ganz Nein, vielen nein, Fehlern. nein, nein. Imam Natürlich, weil Bukhari, guck mal, nein, der Koran ist doch die letzte. ich Okay, dann möchte geh drauf darauf ein, antworten. ja. Die Ja. Praxis war ja, dass die Menschen, wo der Prophet Mohammed, Frieden und Segen Gottes sein auf ihn, gelebt hat, er hatte die Praxis vorgelebt und die Menschen haben es gewusst, wie man betet, 5-mal am Tag. Er hat es ja auch im Koran ist auch festgehalten, wie wir zur Waschung, zum Gebet machen, bis zum Ellenbogen und so ist auch dort alles festgehalten. Aber was du verstehen sollst, dass die Praxis der Muslime war gang und gäbe. Die wussten alle, dass man 5-mal am Tag beten. Und eins musst du auch wissen, die Menschen in Arabien waren Menschen, die sehr viel auswendig gelernt haben.
Es konnten Menschen in Arabien haben, manche konnten 10.000 Gedichte auswendig. Ja? Im Koran steht dreimal beten und nicht fünfmal. Nein, nein, nein. Zeig mir, wo das dreimal drin steht. Dann Zeig mir die Quelle. gib mir mal, dann gib mir, guck mal, dann machen wir es einfach. Dann gib mir mal einen Vers im Koran, wo wir fünfmal beten sollen. Ich schlag's auf. Sag mir mal bitte wo. Wo? Ich bin ready. Ich bin ready. Ich habe jetzt gerade keinen Koran direkt vor mir, aber ich versuche die Quelle jetzt schnell Okay. rauszusuchen. Aber es ist eindeutig im Koran festgehalten, wie wir beten sollen, Okay, wie dann wir zeig mir zur das. Waschung gehen sollen. Ja? Okay, dann zeig mir anhand der Koran, wie oft wir beten müssen. Wenn du sagst fünfmal, dann zeig es mir. Denn ich will gucken, ob Allah allwissend ist oder Imam Bukhari mehr Wissen hat wie Allah. Zeig es mir mal bitte. Allah ist allwissend, weil er sich allein schon in der Sure 1 als Allwissenden, Allsehenden vorstellt. Im Namen Allah des Rio, Gnädigen, des Rio, Barmherzigen. Rio, Ja. Rio, Rio, alles gut, alles gut. Ich küsse doch dein Herz, alles gut. Zeig mir mal bitte im Koran, dass man fünfmal beten soll, ja? Und dann wollen wir sehen, ob Imam Bukhari mehr allwissend ist wie Allah, weil im Koran steht dreimal, du sagst nein, dann zeig mir mal bitte im Koran, dass man fünfmal beten muss. Jetzt will ich wissen, ob Imam Bukhari mehr Wissen hat wie Allah. Zeig es mir mal bitte im Koran. Erstens musst du wissen, dass Allah der Allwissende ist und Imam Bukhari ist ein Mensch, wie jeder Mensch auch auf dieser Welt gewandelt hat. Rio, Rio, Okay? Und ein alles Mensch gut. kann Gib nicht mir die allwissend Quelle. sein. Ja, Alles gut, Bruder, alles ich gut. gebe dir kurz. Gib mir mal bitte nur die Quelle, wo Meine es andere im Frage. Koran. Wenn ich dir jetzt das Nein, nein, bestätige, nein, dass nein, du wir fünfmal wollen noch bei der gebetet Frage hast. bleiben. Ganz kurz, lass uns mal bitte bei diesem Thema bleiben. Gib uns mal bitte im Koran den Vers, wo wir was fünfmal Du, ja, beten Bruder, du müssen. hast doch Ich will gesagt, jetzt dass nur es wissen. dreimal steht. Zeig mir, wo es dreimal steht. Zeig mir den Vers, wo es Nein, dreimal Rio, steht, du und hast ich meine zeig dir, Frage wo es nicht fünfmal steht. verstanden. Ich habe das verstanden. Du Rio, möchtest Rio, von mir jetzt bitte. wissen? Ja. Rio, 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 bitte, bitte nicht unruhig werden. Bitte hör mir bitte ganz gut zu. Ich habe dir jetzt nur die Aufgabe gegeben. Bitte gib mir im Koran den Vers, wo wir fünfmal beten sollen. Bitte. Und dann will ich nur wissen, ob Imam Bukhari mehr Wissen hat wie Allah. Jetzt kannst du mir bitte den Vers geben. Ich bin bereit. Gib mir einen Moment, ich probiere es, diese Sure rauszusuchen, Gerne. ob sie Lass dir im so viel Koran Zeit. Alles gut. Weißt du, Bruder, die Tatsache, ach so, du willst mich jetzt hier bloßstellen, denkst du? Du kannst mich nicht bloßstellen, weil erstens deine Aussage, dass Imam Bukhari mehr allwissend sein sollte als Gott, der Allmächtige, der das ganze Universum erschaffen hat. Das kann niemals sein. Und der Koran ist das Wunder vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und der Koran ist das Wunder. Und wenn du den Koran durchgelesen hättest, dann wüsstest du, dass die Bestätigung aus der Bibel im Koran vorhanden ist. Weil der Koran ist ein Update der Kannst Bibel. du Und du bitte musst auch nur auf wissen, meine dass die Frage Bibel, eingehen? Ist das auch. okay? Wie bitte? Bitte, kannst du auf meine Frage eingehen? Weil ich warte immer noch. Wirklich, ich warte. Ich Bitte, habe bitte, bitte. gesagt, ich habe keinen Koran vorhanden gerade. Ich habe keine Quelle Du hast gerade hier gesagt, du vorhanden. guckst gerade. Ich Du hast gerade versuche es, gesagt, du ja, aber guckst. du weißt, wir sind gerade, ich bin gar nicht vorbereitet auf deine Frage gewesen. Wir können gerne Alles nochmal, gut, lass kannst du dir mir alle Zeit. Lass Fragen dir Zeit, ich privat warte. stellen? Bruder, du kannst mir auch Nein, ich gerne warte alle doch. Fragen. Was macht es für einen Unterschied, wenn du jetzt mir sagst, dass es im Koran dreimal steht? Dann zeig mir, wo es dreimal steht. Ich habe den Koran öffnet, es steht Guck nicht mal, dreimal. du hast meine Frage immer noch nicht verstanden. Guck mal, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, mir im Koran zu zeigen, dass wir fünfmal beten. Ich habe doch gesagt, bring uns doch bitte den Vers. Du hast doch gesagt, dass du den Vers hast, wo es dreimal drin steht. Zeig mir den. Aber meine Du hast doch Frage als ging ja erstes an damit dich. Zeig gefragt. mir. Du hast doch als erstes die Frage. Nicht so gut. Ich habe Nerven aus Stahl. Ich weiß, Leute, nicht so schlimm. Es gibt, also es offiziell nochmal anzusprechen, es gibt nirgendwo im Koran, dass man fünfmal beten muss. Nirgendwo steht das. Nirgendwo. Also ist Imam Bukhari mehr allwissend wie Allah, weil Allah
steht was im Koran? Dreimal beten. Dreimal. Imam Bukhari sagt aber fünfmal. Fünfmal sagt Imam Bukhari. Das heißt also, Imam Bukhari hat mehr Wissen wie Allah. Weil Imam Bukhari hat an die Muslime gesagt, fünfmal beten. Allah hat aber gesagt, dreimal. Und die Muslime beten was? Fünfmal am Tag. Imam Bukhari hat mehr Wissen wie Allah. Ja, ist auch nicht so schlimm. Alles gut. Alles gut. Ich meine, ja, ihr wisst schon. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in den und in Stunden der Nacht. Dreimal Sure 11, Vers 114. Ihr müsst dreimal beten. Einmal in der Nacht und zweimal am Tag. Dreimal. Sure 11, Vers 114. Ganz einfach. Ich kenne die Verse schon. Sure 11, Vers 114. Zweimal am Tag, einmal in der Nacht. Dreimal müsst ihr beten. Die Hadithe kamen 300 Jahre später. Und Imam Bukhari hat zu den Muslimen gesagt, fünfmal beten, mein Freund, und nicht dreimal. Also ihr müsst euch mal vorstellen, Allah sagt dreimal, Imam Bukhari sagt fünfmal. Ja? So, jetzt sehen wir, dass Imam Bukhari die Stelle von Allah übernommen hat und hat gesagt, zu den Muslimen gesagt, fünfmal beten. Ja. Ja, so ist das. So ist das. Mehr kann ich nicht sagen. Aber wenn jetzt der nächste Moslem reinkommt, stelle ich eine andere Frage. Ja, ich darf nicht immer dieselbe Frage stellen. Ja, ich darf nicht immer dieselbe Frage stellen. Jetzt kommt eine andere Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt gucken wir mal. An die lieben Muslime, wenn ihr jetzt schon eine Anfrage stellt, merkt euch eine Sache, es kommt jetzt eine andere Frage. So. Hallo. Hört man mich? Hallo. Wie geht's dir erstmal? Mir geht's gut, und dir? Auch gut. Ich hätte eine Frage an dich. Ich habe gehört, dass du eine neue Frage bringst, aber du hattest per Glück zwei Unwissende. Könnte ich vielleicht die zwei vorigen Fragen erklären? Oder geht es? Das ist nicht so gut. Eine neue Frage stelle ich. Für jede Person, der hier reinkommt, stelle ich immer eine andere Frage, weil sonst weißt du schon, um was es geht. Ja, dann kann Informationen auflösen, die du hier gerade verbreitet hast. So, alles gut, wir haben ein anderes Thema jetzt. Und das würde ich dich diesbezüglich mal fragen. Nein, ich finde das finde ich halt. Möchtest du darauf eingehen oder nicht? Das ist nur eine Ja oder Nein. Kann ich eine andere Antwort geben, nur ganz kurz, um was zu sagen? Ich bitte nur darum. Das ist, wir sind wieder im selben Thema, das möchte ich nicht. Nein, das ist aber eine dreckige Taktik, halt Leute mit einem plötzlichen Thema zu ergreifen. Das ist die Wahrheit. Und jetzt habe ich eine Antwort und jetzt hast du Angst. Warum? Angst? Mein Freund, ja. ich würde dir eine Frage stellen. Ja, aber da ich habe beschränkt Zeit und ich habe nur auf die jetzt ich habe Antworten auf die zwei Fragen. Warte mal, was hast du gesagt? Du hast was beschränkt? Was? Zeit gerade, weil ich gleich raus muss und dann. Okay. Ja. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hört man mich? Danke, dass du da warst. Wenn du sagst, du hast beschränkt Zeit, dann hast du auch keine Zeit. Ne? Dann kann ich nur sagen, danke, dass du da warst. Ist auch nicht so schlimm. Ne? Alles gut. Ne? Wenn du keine Zeit hast, dann mach dein Zeugs. Wenn du Zeit hast, komm wieder rein und dann können wir reden. Das ist gar kein Problem. Ja? Deswegen habe ich gesagt, hey, hörst du mich? Danke, dass du da warst. Ganz einfach. Ne? Das ist nicht so schlimm. Wenn du Zeit hast, komm wieder rein. Ich küsse dein Herz. Ist kein Problem. So, oh Gott, du hast Angst vor der Wahrheit. In eurem Buch finden wir keine Wahrheit. Also Mona, dann komm und stell mir mal Fragen. Mona, stell mal eine Anfrage. Wenn du sagst, der liebe Flex hat Angst, dann stell mal eine Anfrage und stell mir mal eine Frage. Mona, du hast geschrieben, dass der liebe Flex, der Sheikh, Angst hat. Dann stell mal eine Anfrage und komm hoch, Mona. Komm, stell eine Anfrage, Mona. Das ist gar kein Problem. Stell eine Anfrage und dann kannst du mir eine Frage stellen und dann stelle ich dir eine Frage, Mona. Komm, ich küsse doch dein Herz, Mona. Komm hoch.
Stell eine Anfrage. Stell du mir aber zuerst die Frage, Mona. Ich gebe dir sogar die Möglichkeit. Ich gebe dir einen Vorsprung. Also Mona, komm, stell eine Anfrage. Komm, Mona, stell eine Anfrage, Mona. Du darfst mir sogar, weißt du was, Mona? Du darfst mir sogar drei kritische biblische Fragen stellen. Mona, du hast die Möglichkeit jetzt, vor 350 Leuten eine Anfrage zu stellen, um mir drei kritische biblische Fragen zu stellen. Mona, huhu, stell eine Anfrage. Ich lass dich sogar reden. Stell mir drei Fragen. Mona, hallo, Mona, 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 Mona. Keine Anfrage, okay. Dann brauche ich auch nichts sagen, ne, meine liebe Mona. Ich küsse dein Herz, Mona, ne? Ich hoffe, dass du den Weg zu Herrn Jesus Christus findest, denn er ist die Wahrheit und nicht ein Mohammed, der gesagt hat, ich weiß nicht, wo ich hingehe, ich weiß nicht, wo du hingehst. Laut Koran, Mohammed hat selber gesagt, ich weiß nicht, wo ich hingehe und ich weiß nicht, wo du hingehst. So, Jesus Christus hat aber was gesagt? Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und somit wissen wir, dass Jesus Christus der wahrhaftige Messias ist. Ganz einfach. Und bevor ich jetzt jemand anders nochmal hochhole, an die lieben Muslime, die hier drinne sind und die meinen zu müssen, warte ab und so indirekt drohen. Wisst ihr, was das Problem bei euch ist? Ihr alleine, ihr könnt euch gar nicht helfen. Ihr seid Feiglinge. Ihr seid wirklich Feiglinge. Ein richtiger Mann droht nicht. Männer drohen nicht. Und das ist das, was ich immer sage. Ein richtiger Mann würde niemals drohen. Ein richtiger Mann würde auch niemals die Familie beleidigen. Ein richtiger Mann würde auch nicht was? Die Schwester beleidigen. Mutter, Vater, sonstiges. Und deswegen wiederhole ich mich nochmal. Ihr seid wahrhaftige Feiglinge, so wie die Bibel es beschreibt. Yes, ihr seid Feiglinge. Ja. Richtige Männer drohen nicht. Denn die Kraft eines Mannes ist im Herzen. Keine Drohung. Die Kraft eines Mannes, sich zu kontrollieren, ist im Herzen. Und deswegen wiederhole ich mich nochmal. Ihr seid wahrhaftige Feiglinge. Eure Knochen sind so schwach und zerbrechlich, das ist der Wahnsinn. Wahrhaftige Männer beleidigen nicht. Ich küsse eure Herzen. Feiglinge. So. Wer ist der Nächste? Stelle ich mal eine andere Frage an jemanden. Schauen wir mal, wer das ist. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber den holen wir mal kurz hoch. Okay. Er ist hochgekommen und ist wieder gegangen. Schade. Okay. No problem. No problem. Alles gut. Die Wahrheit tut weh. Wir wissen's. Na, die Wahrheit tut weh. So. Guten Tag, Kasmir. Einen wunderschönen guten Tag, Alim. Bist du Moslem? Alhamdulillah. Was bist du? Du bist Christ. Sehr schön. Ich hätte gerne eine bestimmte Frage an dich, bevor ich die Frage stelle. Bist du stark im Glaube? Ja, bin ich. Aber ich wollte dich erstmal so kennenlernen, weil ich habe deinen Stream ab und zu gesehen und weiß aber nicht genau, was du angehörst. Vielleicht können wir erstmal uns so ein bisschen vorstellen, damit auch die Zuschauer wissen, wer wir alle sind. Also gehörst du einen christlichen Glauben an, katholisch, evangelisch, damit ich auch im Hintergrund wissen habe. Ich bin im christlichen Glaube, richtig. Ich folge das Evangelium Gottes. Okay, das Evangelium, okay, interessant. Ich folge okay, das nee, Evangelium also, Gottes. Weißt du, was das Evangelium Gottes ist? Guck mal, der interessante Fakt ist, ich habe ja die Bibel gelesen.
Also für dich jetzt auch mal Hintergrundwissen, warum ich mich jetzt hier vorgestellt habe. Also jeder Muslim, der aufrichtig auch im Glauben ist und sich mit dem Glauben befasst hat und auch in Deutschland lebt, wo mehrheitlich christlich hier vertreten ist, wo man auch im Schulunterricht, sage ich mal, katholisch oder evangelisch angeboten bekommt, dann ist es, sage ich mal, essentiell, dass man sich auch mit dem Christentum auseinandersetzt. Das habe ich auch selbst gemacht. Ich habe die Bibel gepackt, Bibel ein bisschen gelesen. Also jetzt nicht komplett, aber die vier Evangelien habe ich mal gelesen von Johannes und Matthäus hauptsächlich. Matthäus? Und ich habe mich auch mit der genau. Wie bitte? Lukas, Markus, hast du die alle gelesen? Lukas, Matthäus, der Punkt ist, sagt auch, warum ich mich Johannes und Matthäus auseinandergesetzt habe. Auf diesen Punkt wollte ich ja hinausgehen. Ich habe mich mit der Kreuzigung selbst... Das ist kein Problem, aber hast du meine Frage von Anfang an verstanden? Was war deine Frage von Anfang an? Okay. Es ist nicht böse gemeint, Alim, aber hörst du mir überhaupt zu? Auf was willst du hinaus? Ich habe ja ganz normal meine Einführung gegeben. Ich habe mir ganz normal meine Einführung gegeben, warum ich die Bibel gelesen habe. Und du hast mich jetzt gerade unterbrochen. Alles gut. Alles gut. Respektlos. Deswegen frage ich dich ja. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast die Bibel gelesen. Und ich denke mal, dass du darin sozusagen nicht die Wahrheit gefunden hast. Aber meine Frage war am Anfang, bist du stark im Glaube? Und wie lange bist du denn im Glaube? Und mich würde das interessieren, so was dich hier zu diesem Stream führt. Genau, ich sag dir, also ich bin Alhamdulillah sehr stark im Glauben. Jeder hat immer seinen eigenen, sag ich mal, Skala, wie stark er ist. Und ich denke, oh Gott kann das nur beurteilen. Meine Intention, warum ich jetzt reingekommen bin, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Guck mal, du bist Christ, ich bin Muslim, okay? Und ich sag dir ganz, ich habe viele christliche Freunde, ich habe kein Problem mit denen. Aber ich sehe immer diese Streams auf TikTok und frag mich immer wieder, was ist die Intention dahinter, wenn man Leute reinholt, versucht mit dem anderen Glauben. Du wirst ja schlussendlich, denke ich mal, Leute zum Christentum holen, oder? Also mich als Muslim wirst du ja bestimmt in deiner Perspektive zur Wahrheit holen. Aber ich denke immer wieder, wenn du es auf so eine Art und Weise machst, wie du es gerade machst, wenn du Leute reinholst, wenn du versuchst mit Verse aus dem Koran oder Überlieferungen, die du aus dem Kontext siehst, dann vorzuheben und zu sagen, okay, der Islam stimmt nicht, der Christentum ist die Wahrheit, dann finde ich, ist da eine Fitna, die man nicht machen sollte. Ich persönlich denke... Okay, jetzt muss ich dich kurz stoppen. Okay. Du bist respektvoll, finde ich auch wirklich sehr, sehr gut, ist gar kein Problem. Ich hab mir den Koran mal ganz genau angeschaut. Und wir müssen auch irgendwo auch ehrlich sein. Ich bin ehrlich zu mir selber. In der Bibel haben wir einen Kontext, den wir immer beachten müssen. Ebenfalls wirst du jetzt sagen, ja, im Koran haben wir auch einen Kontext, den wir beachten müssen. Aber im Koran, wenn wir diesen Kontext beachten, merken wir, dass vieles nicht zusammenpasst. Jeder einzelne Vers ist immer anders. Selten gibt es Verse, die übereinstimmen, wo dieses Problem von alleine sich löst. So gut wie gar nicht. Ja, selten. Im Koran, ihr habt keinen gescheiten Kontext. In der Bibel haben wir aber einen Kontext. Es ist so. Und wenn wir einen Vers rausnehmen im Koran und die Person sagt aber, ja, lies mal einen Vers davor und danach, kommt dabei nichts raus, bis Allah trotzdem sagt, ja, wir schicken zum Beispiel Satane gegen die Ungläubigen. Habe ich zum Beispiel einen Vers. Und im Koran wird auch nicht erklärt, wieso schickt denn Allah die Satane gegenüber den Ungläubigen? Und dann fragen wir uns eigentlich, warum schickt Allah Satane? Nur der Teufel schickt Dämonen. Also die Frage ist, warum schickt Allah Satane gegenüber zu den Ungläubigen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wenn ich mir diesen Koranvers anschaue, es ergibt da keinen Sinn. Warum schickt Allah Satane zu den Ungläubigen? Okay, kann ich jetzt darauf antworten? Gerne, gerne. Genau.
Der Punkt ist dieser, guck mal, du musst erst noch verstehen, du hast jetzt viele Sachen gesagt, ich werde jetzt versuchen, chronologisch drauf einzugehen. Guck mal, ich würde auch respektieren, ich habe dich nicht unterbrochen, dass du mich vielleicht auch ausreden lässt diesbezüglich, okay? Du hast erstmal viele Punkte genannt, du bist erstmal drauf gekommen, okay, du hast die Bibel gelesen und dann, du hast sogar jetzt hier gesagt im Livestream, dass du den Koran gelesen hast, finde ich auch sehr gut, muss ich offen und ehrlich sagen. Es gibt auch viele Christen, die auf TikTok unterwegs sind und den Koran nicht mal angefasst haben, okay? Und wenn du so ehrlich bist und den Koran gelesen hast, finde ich schon mal den ersten Schritt ganz gut. Der Punkt ist aber dieser, du hast gesagt, der Koran hat keine Chronologie oder der hat keinen Kontext. Und der hat keinen gescheiten Kontext. Okay, der hat keinen gescheiten Kontext. Du weißt nicht, wie du gescheit definierst, was für dich gescheit ist. Aber der Punkt ist dieser, ich sag dir offen und ehrlich, im Koran gibt es laut meiner Brille keinen Widerspruch, okay? Der Punkt, das ist mal, du lachst gerade, grinst gerade, aber ich will auf den Punkt hinaus, dass warum ich überhaupt reingekommen bin in den Stream. Ich will jetzt nicht mit reingekommen bin in den Stream. Ich will jetzt nicht mit. Also ich habe gerade einen Anruf bekommen. Hörst du mich noch? Reingekommen bin in den Stream. Ich höre dich doppelt. Du musst glaube ich rein und rauskommen oder keine Ahnung. Irgendwas ist da im Hintergrund bei dir. Okay, er ist rausgegangen. Also ich wollte ihn tatsächlich eine Frage stellen. Also Leute, ich habe ihn nicht gekickt, will ich nur mal sagen. Er ist selber rausgegangen. Ja? Also gut. Auch nicht so schlimm. Ich hole mal jemand anders hoch. Keine Ahnung, warum er rausgegangen ist. Hol mal. Jo, es geht. Mein lieber Kurde, wie geht's dir? Ja gut, ey. Ich habe eine Frage, okay? Du bist ja Christ, ne? Ja. Bist du Christ? Warum? Guck mal, ich finde das so ein bisschen schade, okay? Guck mal, es gibt so viele, die haben Ahnung von Islam, aber viele auch nicht. Zum Beispiel eine wie ich. Ich bin Moslem, Alhamdulillah, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe Ahnung, ich kann beten und alles, aber guck mal, ich verstehe nicht, was. Sag mir einen Grund, was du gegen Islam hast. Nur ein Grund, komm. Soll ich dir die Gründe nennen? Willst du die wirklich hören? Ja, ein Grund, komm. Okay. Bist du ganz sicher, dass du das hören möchtest? Nur ein Grund, um was du sagst, nein, das geht nicht und so. Okay. Guck, hier schreibt jemand 100.000 Gründe. Sag mir doch einen Grund. Ist kein Problem. Ich mache mich schon mal ein bisschen bereit hier und dann sprechen wir. Also der erste Grund ist schon mal, wenn der Islam beispielsweise in der Moschee oder wenn, das ist so schwierig zu sagen, aber ich werde es trotzdem mal sagen. Wenn ein Gelehrter die Bibel in die Hand nimmt, Gerd Tischko, ich küsse doch dein Herz. Wenn ein Gelehrter die Bibel in die Hand nimmt, ein Imam die Bibel in die Hand nimmt und Lügen verbreitet über die Bibel und die Bibel schlecht redet, so wie die meisten sagen, Flex, du bist ein Hetzer. Ebenfalls ist der Gelehrte und der Imam ebenfalls ein Hetzer, weil er redet schlecht über die Bibel. So, da muss ich, Flex, aufstehen und Apologetik betreiben und darüber aufklären. So, bin ich jetzt ein Hetzer, weil ich jetzt Apologetik betreibe und über die Bibel aufkläre und den Islam beispielsweise die Dunkelheit aufkläre? Ist das Hetze? Nein, aber also das, wie gesagt, dass das, du zeigst deine Meinung, du zeigst deine. Du hast gerade eben gesagt, nein. Nein, alles gut, guck mal, das ist immer noch ihre Leben, sie können alles sagen über Islam und das, aber sie wollen nur, dass die Wahrheit, sie kennen die Wahrheit, dass die sagen Christ, was auch meiner Meinung nach nicht stimmt, und sie gehen immer auf ihre Seite, sagen immer auf ihre Seite und wir sagen immer auf unsere Seite, also unsere, also Koran, ich sag immer Christ, aber guck mal, haben sie sich schon mal sag mit du. einem Sag du, sag nicht sie.
Sag nicht sie, sag nicht sie. Ich weiß, du hast Respekt, ich finde das auch sehr gut, aber du kannst mich duzen. Okay. Duz mich ruhig, alles gut. Hast du schon mal mit Abdelhamid oder die ein bisschen mehr Ahnung haben geredet, also über sowas? Wir hatten hier schon Imame gehabt, die. Wir haben hier Imame? Sogar gegen Imame debattiert. Das ist sogar vor einigen Monaten her. Alim Hamza, mit dem haben wir hier auch debattiert. Arafat war sogar hier. Keiner von denen hatte Ahnung gehabt. Hä? Okay, ja. Das weiß ich. Guck mal in YouTube. Du musst mal einmal. Okay, du musst mal. Geh mal in YouTube und schau dir das mal an. Alim Hamza ist ein Imam. Guck mal in YouTube. Arafat versus Flexabrania und Alim Hamza und Baba Khanja. Guck's dir mal an. Okay, ich guck mir gleich an und so. Alim Hamza war ja auch hier drinne. Mit dem haben wir auch debattiert. Der hat keine Ahnung gehabt. Null. Embryo. In der Überlieferungskette steht, Mohammed hat gesagt, die Samen von einem Mann bleiben bei einer Frau 40 Tage. Also jetzt haben wir ein Riesenproblem. Ich glaube, Mohammed hat sich komplett verrechnet. Die Samen eines Mannes bleiben bei einer Frau 5 Tage und keine 40 Tage. Astaghfirullah. 40 Tage, da verfaulen doch die Samen. 40 Tage, die Samen verfaulen bei der Frau. Also, ich habe davon keine Ahnung und so. Aber. Jetzt weißt du's. Nein, ich weiß, ob das stimmt, was du da sagst, wo du rausholst und so, weil ich weiß, dass du Koran noch nicht gelesen hast. Hättest du Koran gelesen? Ich habe nicht gelesen, von was rede ich denn die ganze Zeit? Ja, aber du hast nicht alles gelesen. Du holst nur etwas raus und du fragst genau die gleiche Frage. Wenn wir die antworten, du unterbrichst entweder oder, also gerade hast du eben 10.000 Leute unterbrochen. Also der eine, der wollte was erklären, du hast ihn unterbrochen oder der ist rausgekommen wegen seinem WLAN oder so, keine Ahnung. Aber ich fand das schade, dass du immer deine Meinung sagst und nicht die anderen anhörst. Das ist irgendwie komisch. Also, okay, ich sag dir offen und ehrlich, Islam ist die Wahrheit und bei Bibel wurde 10.000 Mal geupdatet, was weiß ich und so. Also, okay, ich zeig dir kurz was. Du musst nur kurz ruhig sein, ich zeig dir was, okay? Ganz kurz, bitte. Ich küsse. Ganz kurz. Ich zeig dir was und sag du mir, was du davon hältst, okay? So, siehst du mich? Ja. Von diesen ganzen Korane, Habs, Nafs, Darsch, welche soll ich lesen? Das sind alles 31 Exemplare, verschiedene Korane. Welche Updates soll ich jetzt lesen? Welchen von den Koranen soll ich jetzt lesen? Astaghfirullah! Sag mir mal, welchen Koran ich lesen soll. Alles ist gleich, alles, was da drin ist alles gleich. Nein, die sind nicht gleich. Die sind natürlich. Die sind alle anders. Das ist nicht gleich. Nein. Also ich habe diese Urdu, ich habe diese ganz Urdu, links oben Urdu, Koran noch nie gesehen. Ich habe das ganz links oben Koran noch nie in meinem Leben gesehen. Links oben, ganz links oben. Das sind alles verschiedene Koran-Exemplare. Welche soll ich lesen? Die sind alle anders. Ich frage mich, woher du diese Korans her hast, aber ich sag dir offen und ehrlich, alles, was da drin ist, ist alles richtig. Nein, sind die nicht. Da gibt's welche mit Dots, ohne Dots. Darüber werde ich auch noch aufklären. Alles verschiedene Korane. Ihr sagt ja, die Bibel hat 1000 Updates. Bitteschön, bum bum, 31 verschiedene Korane. Alle verschieden, alles anders. Bam bam, hier. Bibel ist anders. Sag mir, welches ich kaufen soll. Soll ich das kaufen oder das? Ich kaufe beides, kein Problem. Welchen Koran soll ich jetzt kaufen, der oder der? Geh einfach auf Google, schreib einfach Koran und dann bestell einfach das. Erste. Fertig. Das erste hier. Du brauchst mir hier nicht die ganze irgendwelche Bilder mit zeigen. Ich kann auch den kaufen. Welchen von den Koranen soll ich? Du brauchst keinen zu kaufen. Du brauchst mir nicht irgendwelche Bilder mit zeigen. Ich gebe dir eins, wenn du eins brauchst. Okay, ich nehme dein.
Warte, ich nehme deins und kaufe auch noch den hier und dann vergleichen wir das. Ja, okay. Und dann also, wirst du sehen, die sind nicht gleich. Die sind alle verschieden. Ich sag dir ehrlich, mach einen Termin mit Abdelhamid oder okay. So und rede mit dem warte und mal. So. Und hörst du mich? Warte ich mal, hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich? Ja. Danke, dass du da warst. Ja. Das sind keine anderen Dialekte, die sind alle anders. Ich habe sogar nachgeguckt, die sind alle anders, die sind nicht gleich. Alles andere Updates. Andere. Welchen Koran soll ich jetzt kaufen? Welchen? Ha? With dots, without dots, different meanings. Das heißt wie. Du heißt das. Hier. All different. Die sind nicht alle gleich. Derjenige, der sagt, die sind alle gleich, der ist ein Lügner. Die sind nicht gleich. Ich weiß das. Die sind nicht gleich. Die sind nicht gleich. Alle verschieden. Welche Farbe? Welchen Koran? Ich kann den hier kaufen. Ich kann den kaufen. Den. Ich kann alle kaufen. Und dann werdet ihr merken, nichts von denen ist gleich. Ja? Naja, was auch immer. So, machen wir mal Hintergrund weg. Falls jemand sofort kommt mit, Bibel hat 1000 Updates, bitteschön. Ich hab's euch gezeigt, wie viele Updates ihr habt. Das ist immens. Das ist nur ein Bruchteil. Es gibt 44 bis 48 verschiedene. Und dann sagen die, Bibel ist Update. Astaghfirullah. Wir haben Versionen, ja, die erklärt werden, noch viel besser erklärt werden. Das haben wir, die sagen, ihr habt viele Updates. Astaghfirullah. Mamma mia. Wahnsinn. Oh Mann. Das ist eigentlich schon traurig, Leute. Das ist wirklich ein Armutszeugnis, Leute. Ich meine es ernst. Das ist schon ein Armutszeugnis. Man versucht aufzuklären, man versucht darüber zu sprechen und dann sowas. Naja, nicht so schlimm. Ich habe eine andere Frage, wenn jetzt ein Moslem reinkommt. Ja, an die lieben Muslime, wenn ihr eine Anfrage stellt, merkt euch eine Sache. Die Themen sind nicht gleich, die ich stellen werde. Nicht dieselbe Frage. Der nächste, der hochkommt, habe ich eine andere Frage. Also seid euch sicher, wenn ihr eine Anfrage stellt, stelle ich euch eine andere Frage. Okay? Alright. Bruder fragt, ich will hochkommen. Komm hoch, Bruder. Gottes Segen, lieber Bruder. Schade, dass du mich nicht vorhin mitgenommen hast. Ich wollte den Bruder eben zeigen, weil er gesagt hat, es gibt keine verschiedenen Übersetzungen. Ich wollte es denen zeigen. Ich kann mal gerade eben auch hier anmachen, Kamera ganz kurz. Mach Kamera an, solange rede ich mit den Hassan oder ja. Nassan. Okay. Lass so lange offen. Oh, der ist rausgegangen. Oh. Okay. Er ist rausgegangen. Astaghfirullah. Er ist rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. Er ist rausgegangen. Astaghfirullah. Er ist rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. Es ist schon scharf. Naja, also gut, ich hole jemand anders hoch und werde dann diesbezüglich mit dieser Person sprechen. Merkt euch, ich habe immer andere Fragen. Und plötzlich, die Anfrage gestellt haben, sind alle verschwunden. Nicht gut. Not gut. Alles gut? Servus, mein Lieber. Erstmal, wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Mir geht's gut. Warte mal, wie alt bist du? Ich bin 14. Und du? Astaghfirullah. Hurensohn. Was machst du auf TikTok hier? Habt ihr gehört?
Der hat mich als HS bezeichnet. Wisst ihr, was das für ein Geist ist? Das ist dieser islamische Geist, was die haben. Ja, ich kenne diese Menschen so gut. Das Einzige, was sie können, Leute, ist, ich werde es euch mal sagen. Sie drohen. In Drohnen sind sie verdammt gut. Ich sag's euch, Leute. In Drohnen sind die Nummer eins. In Drohnen. Mütter beleidigen sind die wirklich Nummer eins. Mehr können sie nicht. Mütter beleidigen, Familie beleidigen, drohen. Das Einzige, was sie können. Mehr können die nicht. Und die gehen immer auf Familie. So kenne ich die. Islam ist Frieden. Ja, na klar. Ihr seid voller Frieden. Och Mann. Ey, woher wusste ich das denn nur? Voller Frieden. Voller Frieden. Ah, Astaghfirullah. Ja. Voller Frieden. Ich weiß, ja. So, holen wir mal den Bruder Menzer hoch. Was geht, mein Bruder? Hey, wo muss ich sein? Ja, wie auch du da so. Ah, müssen wir ruhig. Wenn ich dich hier so sehe, dann strahle ich, Bruder. Bruder, ich auch, ja, ich auch. Dicker, mein anderer Account wurde gesperrt. Ich kann nicht damit live, ja. Deswegen bin ich mit dem hier live. Kein Problem. Du, Menzer, wenn du ein bisschen Apologetik machen möchtest, ich mach dich sogar groß, dass ich mal ein bisschen relaxen kann, weil die meisten Muslime, die du weißt ja, die ganzen Argumente, was sie bringen, Katastrophe. Ja, ich bleib einfach hier oben. Also wenn was ist, bin ich da auf jeden Fall. Ich chill hier. Ja, Bruder. Weißt du was? Frag dich, Bruder, eine Sekunde bitte, weil Menzer ist hier, der ist für mich wie ein Special Guest, weißt, und ich mache jetzt Menzer groß. Menzer, den Hintergrund, mach das als Hintergrund und mach ein bisschen Apologetik, Bruder. Ich will ein bisschen zuhören. Bruder, easy, du bist der Special Guest hier. Ja, Leute, auf jeden Fall. Nein, Bruder, mach du. Mach also, du, Bruder, weil weißt du warum? Meine Leute sind auch deine Leute. Und dieser christliche Stream ist für uns alle. Das heißt also, alle, die hier drinnen sind, sind auch deins, Bruder. Deswegen bitte, Bruder, sprech ein bisschen über Jesus Christus, Bro. Das Gleiche gilt auch für dich, Bruder. Ja, Leute, danke, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr wisst Bescheid, der Bruder Flex, ne, macht eine sehr, sehr gute Aufgabe. Er macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Und ihr wisst, wir repräsentieren Jesus Christus. Er ist Gott und egal, was die Muslime sagen, ja, die können nichts dagegen machen. Alles, was sie können, ist, wie der Flex sagte, nur beleidigen. Ne? Mittlerweile, die posten sogar unsere Bilder und so weiter in ihren Streams. Beleidigen uns und so weiter und so fort. Ne? Wir begegnen jeden mit Liebe und mit der Wahrheit. Wir müssen keine Bibelversen verdrehen und, weißt du, aus dem Kontext nehmen und so weiter und so fort, sondern wir können mit der Text so arbeiten, wie die sind. Und wenn hier jemand ist, der der Meinung ist, dass Jesus nicht Gott ist, komm hoch und beweis uns das Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass ihr das eh nicht könnt. Fakt ist, Jesus ist für uns alle gestorben. Gott wurde Mensch, ja, hat Erlösung gebracht. Das heißt, jeder, der glaubt, sogar wenn du Muslim bist und heute umkehrst, wirst du ewiges Leben bekommen. Mohammed ist heute... Hallo? Na, ihr, alles gut? Alles bestens und bei dir? Also ist es für dich Liebe, wenn du zu jemandem sagst, dein Prophet war ein Pädophil oder euer Glaube ist alles falsch oder euer Glaube führt euch in die Hölle, ihr kommt nicht ins Paradies. Das ist für dich Aufruf mit Liebe? Habe ich gerade deinen Prophet als Pädophil erwähnt? Ich rede nicht von jetzt nur. Wir nehmen doch das ganze Bild von einem Menschen, oder nicht? Na, seit wann bin ich denn hier oben? Bitte? Ich rede verallgemeinert von eurem ganzen Streams. Ihr sagt, ihr ruft mit Liebe auf. Das hat doch gar nichts mehr mit Liebe zu tun. Was ist das für ein Widerspruch? Warte mal. Was ist das nur für ein Widerspruch? Ich glaube, Menzer, Akku leer oder so, ist auch nicht so schlimm. Wahrer Islam, ja. Weil du jetzt schon hier oben bist und nein, Menzer ist nicht abgehauen. Erstmal grüße ich dich. Ich grüße dich ebenfalls. Falls alle gesagt haben, dass Menzer abgehauen ist, Menzer ist nicht abgehauen, sondern entweder gesagt, Akku ist leer. Ja, weil die Leute schreiben rein, dass er abgehauen ist. Ist er nicht. Menzer haut vor niemand ab. Nein, ja? Ich will ihn ja nicht sagen. Wir wollen ja nur reden. Ja, alles gut. Guck mal, ich würde dir diesbezüglich mal eine Frage stellen. Ja, klar, bitteschön. Bist du sehr, sehr stark mit dem Glauben?
Mit dem Glaube oder mit dem Wissen? Da musst du dich ein bisschen spezifischer ausdrücken. Lass Wissen, lass Glaube sein. Alles beide. Ja, je nachdem. Für die einen mit dem bin ich Wissen? Sehr stark. Im Vergleich zu den Gelehrten bin ich sehr schwach, ja? Okay, okay. Sehr schön, sehr schön. Ich lasse auch Mensa auch gleich übernehmen. Bruder, frag dich. Ich habe dich nicht vergessen, mein Bruder Herz. Ich sehe dich, Bruder, frag dich. Gib uns nur eine Sekunde, bitte. Mensa kann auch gleich übernehmen. Das ist kein Problem. Der wahre Islam, mein Lieber. Ich hätte eine wichtige Frage. Ja. Ist Allah allmächtig? Ist Allah allwissend? Das ist keine Frage, das ist eher für uns eine Antwort. Mit Sicherheit sagt jeder Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende. Welcher Gott soll erschaffen haben und nicht wissend sein? Okay, dann hätte ich mal eine Frage. Nur gibst du mir nur eine Sekunde, eine einzige Sekunde. Darf Moment. Ich dich nicht fragen? Doch, doch. Ich will ja, dass du mich fragst. Okay. Eine Sekunde, damit ich das hier richtig habe. Okay, eins. Ja. Eine Dann Sekunde erzähl. Sind vorbei. Ja, genau, jetzt kannst du erzählen. Alles gut, bisschen Spaß muss sein. Kannst du mir außerhalb der biblischen Lehre, außerhalb von der Bibel, was nichts mit hohen Türmen zu tun hat, nichts mit Kriege zu tun hat, sondern eine Prophezeiung, was Gott uns gegeben hat, aber nur im Islam, eine islamische Prophezeiung, was nichts mit der Bibel zu tun hat, ein Ereignis, was in der jetzigen Zeit passiert, wie in der Bibel, wie in Sephania Kapitel 2, Vers 4, das Ereignis, was jetzt passiert. Mit ganz Sicherheit. Ganz kurz. Ich möchte eine islamische Prophezeiung außerhalb der Bibel, was nichts mit der Bibel zu tun hat. Bitte schön, du hast das Wort. Gib uns mal eine Prophezeiung. Wenn Allah allwissend ist, dann gib uns mal mit bitte Sicherheit eine islamische Allah allwissend, allhörend, allsehend. Schau mal, der Prophet Muhammad sagte, Konstantinopel wird erobert. Wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jayshu thalikal jaysh, was gemäß der Bedeutung heißt, derjenige, der Konstantinopel erobern wird, ein herrlicher Führer und seine Armee eine herrliche Armee. Als er kam, 800 Jahre später, nach dem Propheten, wenn du mich fragst, dann lass mich bitte zu Ende antworten. Nach dem Propheten, 800 Jahre später, kam Muhammad al-Fatih, die Türken sagen Mehmet Sultan, Fatih Sultan, und er eroberte Konstantinopel und er war ein Gelehrter, ein weiser Mann, der den Koran auswendig hatte, der betet, der fastet seine Armee genauso. Ebenfalls sagte der Prophet in einer Aussage, die findest du bei Bukhari und Muslim. Da sagte er, als er gefragt worden ist von Jibril über den Islam, dann hat ihn der Prophet den Islam erklärt. Er sagte, der Islam ist das Glaubensbekenntnis. Dann sagte er das Gebet, das Fasten, das Pilgern und die Pflichtabgabe. Dann sagte er, du hast recht. Die Gefährten sagten, wer ist dieser Mann wohl? Er fragt den Propheten und gibt ihm recht. Wer ist das wohl? Okay, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Warum? Ganz kurz was sagen. Schau mal, der wahre Islam, die Überlieferung, die du gerade genannt hast mit Konstantinopel. Lass mich die Überlieferung zu Ende lesen. Du hast die Hälfte vergessen. Wir springen nicht von einem. Siehst du, Bruder, er hat die Hälfte nicht mitgelesen. Das ist feige. Siehst du, Bruder, seht ihr das, Leute? Leute, ganz kurz. Das ist unprofessionell. Bitte. Lass erst antworten, dann die nächste Frage. Urban, warte kurz. Der wahre Islam. Ja. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Jetzt ganz kurz, ich lasse dich auch gleich ausreden. Nochmal. Konstantinopel wird erobert. So, ganz kurz. Ja. Nee, die richtige Prophezeiung kommt jetzt. Lass mich mal bitte ganz kurz reden. Ganz kurz bitte. Wenn ich um Mensa sprechen, sage ich Mensa, hör mal zu, wir erobern Lidl. Ist das eine Prophezeiung? So, nochmal. Bum, bum. Nochmal, schau mal.
Islam, lies die komplette Überlieferung. Lies die komplette Überlieferung. Da heißt es, wenn Konstantinopel erobert wird, kommt der jüngste Tag. Das ist eine falsche Prophezeiung, Bruder. Schau mal, Flexer. Er lügt. Ich verstehe es sehr gut, dass du andere mit hochholst, die dich unterstützen, wenn jemand da ist, der dich mundtot macht. Ich verstehe das sehr gut. Deshalb hast du die Leute... Mach mal kurz Pause. Und gebe dir jetzt die Prophezeiung. Warte, mach mal Pause. Mach mal bitte Pause. Ganz kurz eine Pause. Du hast gerade... Mach mal eine Pause, bitte. Mein Gott. Wo hast du uns gerade mundtot gemacht? Lass mich kurz reden. Wenn ich und Mensa zu Lidl gehen und ich sage zu Mensa, wir erobern Lidl. Ist das eine Prophezeiung? Da warst du kurz still. Das ist keine Prophezeiung, sondern am jüngsten Tag des Gerichts wird Konstantinopel erobert. Lies die Verse davor. Das hätte mir Urban gar nicht sagen müssen, das hätte ich dir sogar gesagt. Und das ist keine Prophezeiung, mein Freund. Bum, bum. Lass mich zu Ende reden bum, lassen. Bum. Schau mal. Mensa, du kannst übernehmen. Ich bin gleich wieder da, Mensa. Dass du mir dazwischen redest, andere reden lässt, wenn ich dir noch nicht die Antwort zu Ende gegeben habe. In der Aussage sagt der Prophet, als er gefragt worden ist, wann der jüngste Tag ist, sagte er, weder ich noch du wissen genau an welchem Tag und welche Sekunde. Dann sagte ihn Gabriel, dann sage mir die Anzeichen. Dann sagte er, bis du siehst, dass diese barfuß laufenden nackten Beduinen mit hohem Gebäude wetteifern werden. Jahre später, erst zu unserer Zeit, vor 100 Jahren, haben die angefangen mit Hochhäusern, Burj Khalifa, Burj al-Arab und diese ganzen Sachen und viele andere, sagte der Prophet Muhammad vor. Und wir Muslime, wir sind stolz auf diese Religion. Wir lesen das, was der Prophet sagte und sehen, wie es eins zu eins in die Tat um und eingesetzt wird, reinkommt. Wir sehen in eins der Aussagen, sagte er zu den Gefährten, es kommt ein Tag auf euch zu, wo die Völker auf den Islam so herfallen, wie Hungrige auf einen einzigen Teller zu essen. Dann sagten die Muslime zu ihm, die Gefährten, Awaliqilla ya Rasulallah, sind wir denn so wenige? Dann sagte er, nein, ihr seid viele. Jedoch, Al-Wahin ist in euren Herzen. Das heißt, die Liebe zu der Welt. Ihr seid sehr am Hängen an der Welt. Und ihr habt Angst vor der Gegenüberstellung des Feindes. Das, was wir heute sehen, wie alle Völker gegen den Islam sind, auch du, ja, genau du, und alle anderen, die hier drinnen sind, die über den Islam reden, ohne Wissen, ohne zu verstehen, was sie überhaupt sagen. Jemand, der einen Gott anbetet, der angeblich einen Sohn... Hallo, bleib mal bei der Frage, bitte, hallo. Ja, ja, wo du möchtest, in jeder Richtung bin ich bei dir. Kollege, hast du genau deine Fehler. Zugehört? Kollege, guck mal, ich gebe dir die Möglichkeit, mir eine Prophezeiung zu nennen. Was ist ich übergebe es sogar jetzt an Mensa. Mensa weiß schon, um was es geht. Oh, Mensa, wunderbar. bitte erkläre ihn, was eine Prophezeiung ist. Ich habe es ihm gerade eben vor 5 Minuten erklärt und er macht aus dieser Prophezeiung macht er, der Prophet Mohammed hat gesagt, mein Freund, ich habe es sogar in schönen Worten erklärt, dass wenn ich und Mensa nach Lidl gehen und ich sage jetzt zu Mensa, wir erobern Lidl, ist das eine Prophezeiung? Bitte Mensa, ich übergebe es an dir, bitte rede du weiter. Genau, also der wahre Glaube, du hast zwar schön geredet und so weiter und so fort, aber du hast uns keine Prophezeiung genannt. Ja, ich habe 20 Jahre. Was lach? Guck mal, das verzweifelte. Lass mal zu Ende lachen. Bist fertig? Ich schwöre, ihr seid so witzig. Schau mal. Also du vergleichst ein Landeroberung, wo er erwähnt, wie der Führer sein wird. Hallo. Ich habe den kurz gestummt, weil bitte respektvoll. Mensa will was sagen. Mensa will kurz was sagen. Guck mal, der wahre Glaube, du sagst, wir sollen dich reden lassen, aber wie. Ich will mit dem reden, nicht mit dir. Ich bin zu ihm gekommen. Okay, aber du hast. Der wahre Glaube, lass mal Mensa reden, bitte. Okay, guck mal. Der wahre Glaube, vor 20 Jahren, damals in der Grundschule, ne, da habe ich, wir hatten in der Klasse, wir sollten von etwas erfinden, ja, so Ideen aufschreiben und so weiter und so fort. Und ich hatte damals aufgeschrieben oder eine Idee erfunden, dass man irgendwann mit dem Handy telefonieren kann. Nicht telefonieren, sondern so einen Videocall machen kann.
Damals gab es noch nicht, okay? Und 20 Jahre später haben wir jetzt Handys, wo wir live gehen können und so weiter und so fort. Denkst du jetzt schon deinen Prophet, nur weil ich so etwas vorher gesagt habe? Ich habe eine Frage an dich. Das sind Dinge, die man sagt, die so oder so irgendwann in der Zukunft eintreffen werden. Ich meine, nur weil Mohammed sagt, irgendwann werden Menschen hohe Türme bauen. Ja, schön. Irgendwann werden. Irgendwann wird es auch fliegende Autos geben. So sagte er es nicht. Wenn, dann sei bitte sachlich. Der wahre Islam, lass ihn bitte aussprechen, bitte. Ja, wenn er sachlich bleibt, dann lasse ich ihn auch aussprechen. Ja, aber er redet doch gerade. Gib ihm mal bitte die Möglichkeit zu reden. Aber bitte. Als du vorhin die Überlieferung nur zur Hälfte zitiert hast und diese kritische Hälfte weggelassen hast, dann warst du nicht so. Welche kritische Hälfte? Komm. So. Lass mal zusammen schauen. Der wahre Islam, hör mal zu, ja? Nur weil, wenn ich jetzt behaupte, dass es irgendwann fliegende Autos geben wird, ja, und es trifft ein, dann heißt es nicht, dass ich ein Prophet bin, sondern das ist eine Aussage, die so oder so eintreffen wird. Okay, wenn Mohammed sagt, dass es irgendwann hohe Türme geben wird, dann ist es etwas, was so oder so passieren wird. Aber das, was du sagst, ist falsch. Er sagte nicht, irgendwann gibt es hohe Gebäude. Lass ihn mal reden. Der wahre Islam, bitte. Ja, aber dann soll er doch die Wahrheit sprechen. Oh, Mann, wenn ihr redet. Mensa. Es gibt Mensa mit die Modi-Rechte, ey, Mauai. Ja, Mann. Es guck gibt mal, mit Modi-Rechte, ey, Mauai. Islam. Ich weiß, dass du Panik hast. Chill einfach, lass dich mal. Ich bin total gechillt. Ich lach nur, wie ihr die Sachen verdreht. Hallo. Lass mich doch reden. Wir machen das so, wir gehen Wort für Wort zusammen durch, okay? Hallo. Lass mich doch ausreden. Der wahre Islam, lass ihn mal reden. So. Also der wahre Islam. Ich sage dir, was eine Prophezeiung ist, okay? Eine Prophezeiung ist wie zum Beispiel, was Jesus prophezeit hat, dass der Turm von Jerusalem zerstört wird in seiner Generation. Das ist genau eingetroffen, 40 Jahre nachdem er das gesagt hat. Das ist eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung ist, wenn Jesaja sagt, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird und dass sogar der Geburtsort von Jesus angekündigt wird, nämlich Bethlehem. Das ist eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung ist nicht, wenn irgendjemand behauptet, dass es irgendwann fliegende Autos geben wird. Das ist eine Aussage, die so oder so eintreffen wird. Und nur solche Aussagen hast du es bis jetzt genannt. Also nochmal zusammen. Schau mal. Ich bin so fair zu euch. Ich bin mal so fair und gehe mit euch Stück für Stück die Aussage, die ich sage, durch. Hallo. Lass sie mal bitte ausreden. Ja, was für Ausreden, Mann. Ich habe eine Minute geredet und ihr habt unterbrochen. Lass mich mal einen Satz zu Ende führen. Ich weiß, es ist ziemlich schwer für euch, wenn ein Wissender mit euch redet. Ich verstehe das. Jetzt, du hast dir gar kein Wissen reingebracht. Ich sagte, der Prophet hat gesagt, diese barfuß laufenden, nackten Beduinen. Ich sagte nicht, er sagte, irgendwann wird's hohe Gebäude geben. Zweitens, er sagte, diese Menschen werden wetteifern. Auf dieser Welt gibt es ein Land, die damit wetteifern, und das sind die Saudis. Zweitens, er sagte, ein herrlicher Führer. Er war 17 Jahre alt, der Führer. Er hatte den Koran auswendig. Er war ein Weiser, ein Gelehrter, der Hadithe kannte, seine Armee, Betende, Fastende alle. Dann sagt er, ja, irgendwann nehmen wir Lidl ein. Was quatschst du da für einen Unsinn? Ich verstehe, dass du vielleicht zum ersten Mal... Kannst du auch belegen, was du sagst? Der etwas Wissen hat über die Religion. Deshalb schmeiß nicht alles durcheinander, bleib sachlich, sprich die Sachen so an, wie ich sie sagte, dann haben wir auch einen Monolog. Okay, darf ich jetzt reden? Ich denke, dass Fatih Mehmet ein Hafiz war. Kannst du das belegen? Gleich. Der wahre Islam. Jesus lebte? Der wahre Islam. Ja, haben wir. Guck mal, wir haben dir die Möglichkeit gegeben, und Mensa hat das so gut erklärt gerade. Auch wenn alle jetzt nicht hier drinne wären, ich hätte ebenfalls genau das Gleiche gesagt. Und zwar, eine Prophezeiung ist etwas, was du vorhersagst, was dann eintrifft. Und wir haben dich gefragt, was ist eine Prophezeiung? Du hast uns immer noch keine genannt. Du hast sehr viel gesprochen. Aber in dem, was du gesprochen hast, lass mich mal kurz ausreden, bitte. Ja, danach werde ich dir noch einen. Lass mich mal bitte ausreden. Und in dem, was du gesagt hast, ist dabei was? Gar nichts rausgekommen. So, und ich stelle dir die Frage jetzt nochmal und dann übergebe ich weiterhin an Mensa, weil ich möchte, dass Mensa das heute leitet, weil, wie gesagt, ist auch sein Stream und auch Bruder fragt dich, kann auch gleich weitermachen, auch Urban. Wir haben dich gefragt, was ist eine Prophezeiung im Islam?
Und du hast gesagt, Konstantinopel wird was? Wird eingenommen. So, wenn ich und Mensa jetzt auf der Straße gehen und sagen, hey, dieses Gebäude übernehmen wir, ist das keine Prophezeiung, mein Freund. Weißt du überhaupt, was eine Prophezeiung ist? Mensa, wir lassen dich mal reden, Mensa. Bitte nein, und bitte, der wahre Islam, der wahre mal, Islam, bitte, fair. Lass mal den Mensa, lass mal den Mensa bitte sprechen. Dir, er redet mit mir, ich antworte. So, ich hab dich jetzt gestummt, weil das ist respektlos. Nein. Lass mal den Mensa reden. Das ist aber falsch. Guck mal, der war Mensa, jetzt bitte. Der war, glaube ich, die ganze Zeit dazwischen. Das zeigt nur, dass ihr abhaut. Deshalb, lass mich antworten, damit lass die Leute sehen. Die Mensa, bitte sprechen. Oh, du hast auch reden lassen. Eine Prophezeiung der. Guck mal, wenn du noch einmal reinredest, schmeißen wir dich raus. Hat keinen Weil ihr Angst habt. Ihr könntet. Nein, weil du keine Prophezeiung nennst. Angst. Du redest nur. Ja, dann lass mich doch zu Ende reden. Hör dir diese. Lass den Mensa bitte reden. Der Prophet sagt. Ja, lass den Mensa bitte reden. Ja, Flex, lass mal reden. Danach reden wir einfach in Ruhe. Okay, erzähl mal, wahre Glocke. So, schau mal, Mensa. Ammar ibn Yasir war einer der Gefährten. Er war eine Moschee am Bauen mit den Gefährten. Der Prophet schaute zu ihm und sagte, Waiha Ammar, ich trauere um Ammar. Er wird von der aufständigen Gruppe getötet. 30 Jahre später, nach dem Tod des Propheten. Der Prophet erwähnte keinen anderen. Er erwähnte nur Ammar, Sohn von Yasir. 30 Jahre später wird genau er von der aufständigen Gruppe getötet. Ist das auch keine Prophezeiung? Ah nee, das könntest du ja auch sagen. Hab ich ja vergessen. Dann nimm mal die Überlieferungsnummer. Wir wollen schau nachlesen. Mal. Kannst du bitte die Nummer geben? Wir wollen nachlesen. Ins Gesicht. Der Islam. Kannst du uns die Überlieferungsnummer geben? Wir würden gern nachlesen. Ich hole dir alle Überlieferungsnummern. Ja, hol mal jetzt. Schau mal, Schau mal hol in mal den jetzt. Arbaun hol jetzt. In den 40 Nawawiyah von Imam al-Nawawi, der 631 nach der Auswanderung gestorben ist. Ich bin gerade nicht zu Hause, aber wenn ich da bin... Ah, ich bin gerade nicht zu Hause. Ja, na klar. Schau mal. Und dann zeig uns mal bitte, dass Fatih, dass Mehmet der Zweite in Hafiz war. Das wäre eine interessante Sache, das ist zu belegen. Ich bin zu Hause, bin, ja? Schau mal, ich bin hier bei meinen Eltern zu Hause, ja? Okay? Okay, hast du gesehen? Hä? Wir lügen nicht. Wir sind Wahrhaftige. Wir sind stolz, dass wir wahrhaftige Menschen sind. Okay, möchtest du uns eine Quelle geben, ja oder nein? Ja, sicher. Ich bin gerade nicht zu Hause. Habe ich dir doch gerade gezeigt, dass ich bei meiner Mutter bin. Was? Aber du redest ohne Quelle. Ohne Quelle können wir nicht arbeiten. Nein, alles mit Quelle. Aber mach dem Buch die 40 Aussagen von Imam an-Nawawi. Findest du sofort in Google auch. Kannst du reingehen. Du willst doch die Wahrheit herausfinden. Ich sage dir, Jesus okay, zeig uns die. Jesus, bitte schön, du hast das Wort, zeig uns. Wir lieben Jesus, wir stehen in allem hinter Jesus, dass er der gesamte zweites Gott Handy. Und hol ein zweites Handy. Du bist, hol ein zweites und Handy und zeig. Hol ein zweites Sohn. Handy und zeig. Gott ist nicht geboren und gebärt. Sure 66, Vers 12. Allah hat gezeugt. Wir wissen das. Gott ist teilbar. Was ist das für Sure 66, Vers 12. Allah hat gezeugt. Der Kinder und Frau hat. Wenn ihr noch nicht mal kennt zu Imam al-Baqillani, er ging zu einem Menschen, der Sure 6, Vers 101. Allah hätte gerne eine Frau, aber keine Frau ist ihn ebenwürdig. Hör auf, Müll zu erzählen. Also Leute, ich habe ihn rausgeschmissen. Ihr habt gemerkt, da kommt nur Müll raus. Wir waren bei der Prophezeiung. Ihr habt selber gemerkt, da kommt nur Scheiße raus. Und es hat keinen Wert, mit so jemandem zu reden. Er labert nur Müll. Was nichts mit Prophezeiung zu tun hat. Deswegen Müllhalde ohne Ende. Mensa, du hast das Wort, du kannst weitermachen. Ja, also als er hochkam, ne, das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er mich attackiert hat. Ne. Er hat behauptet, von wegen Liebe, Liebe, aber dann behaupte ich angeblich, dass sein Prophet pädophil ist und so weiter und so fort, obwohl ich es nicht mal gesagt habe. Und dann bin ich herausgegangen, ich kam wieder zurück. Ja, ich wollte reden, er lässt mich nie ausreden, er redet nur dazwischen und behauptet, dass er nicht mit mir reden will, sondern er will mit Flex reden auf einmal. Ja, und das ist, sowas nennt man Takir, er ist nicht mal auf Flex-Argumente eingegangen. Er hat uns keine Prophezeiung genannt, sondern irgendwas von sich vor sich hingeschwaffelt. Und jedes Mal, wenn ich geredet habe, hat er einfach dazwischen geredet und denkt jetzt, dass er irgendwas erreicht hat. Und genau das nennt man Takhir. Okay, ihr wisst ja schon, was das heißt. Auf jeden Fall, wir warten immer noch auf einen Muslim, der in der Lage ist, uns zu beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Ihr dürft hochkommen, ne, bringt alle eure Quellen und beweist uns, dass Jesus nicht Gott ist. Beweist uns, dass Jesus ein Muslim war. Guck mal, eine Sache, ganz kurz. Euch kann man
die Quelle der Quelle holen. Ihr seid Leugner, ihr seid Heuchler. Dieser Mann war oben, wollte euch die Wahrheit erklären. Ihr habt ihm nicht mal die Chance gegeben. Ja, dann lasst uns mal über diese angebliche Zeitprophezeiung. Ihr seid Heuchler. Man kann euch alles vorlegen. Okay, warte mal. Ihr werdet trotzdem leugnen, weil eure Herzen verschlossen sind. Okay, Nimbert, zwei angebliche Prophezeiungen gehen. Warte mal bitte ganz kurz. Nimbert, guck mal, du bist jetzt hochgekommen, ne? Möchtest du jetzt mit uns reden oder wolltest du uns nur beleidigen? Warum? Ich sag doch nur die Wahrheit. Was ist denn daran eine Beleidigung? Ihr seid... Okay. Ihr hattet mit Islam nichts zu tun. Ihr kennt den Islam nicht. Ja, okay. Ihr beleidigt unseren Propheten. Was seid ihr? Okay. Kannst du uns dann erklären, warum dein Prophet uns beleidigt? Sure 98, Vers 6. Mein Prophet beleidigt euch nicht, aber Sure 98, Vers 6. Ihr macht den Tafsir, ihr reißt euch Sachen aus dem Kontext heraus. Okay, dann Erklärung. Ihr seid nicht gebildet genug, um das zu verstehen. Eure Herzen sind verschlossen. Kontext, falsch. Der Koran hat keinen Kontext. Keine Ahnung, ihr wollt beleidigen, ihr wollt... Darf ich ausreden? Ja, bitte, erklär uns. Guck mal, du sollst uns... Wenn ich rede, bist du ruhig. Oder willst du nicht verstehen? Guck mal, du sollst uns die Sure erklären. Erklär uns Sure 98, Vers 6. Ich bin nicht in der Lage, dir die Sure zu erklären. Es gibt ein Wort, Ikra, lies, bilde dich. Naja, ich habe... Was ist falsch zu verstehen? Du kennst doch den Islam anscheinend. Warum kennst du das Wort Ikra nicht? Belies dich, mach dich schlau. Okay, ich antworte jetzt, okay? Ich habe ja gelesen... Du musst nicht antworten. Guck mal, dein Müll kann ich mir nicht geben, weil dann werde ich dich beleidigen. Ist einfach so. Okay, darf ich jetzt reden? Dankeschön. So, ich habe die Sure gelesen, ja, und da sagt dein Prophet, dass wir die schlimmsten Geschöpfe sind. Glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Du willst mir erzählen, dass mein Prophet sowas gesagt hat? Sure 98, Vers 6. Was denn? Warte mal, was genau hat er gesagt? Ihr Christen, dein Prophet hat geschrieben... Was? Sag mir, erklär mir mal bitte. Im Sure 98, Vers 6 steht, die Christen und die Juden, die ungläubig sind, das ist die dreckigste Lüge überhaupt, weil im Islam wird ganz groß geschrieben, respektiere deinen Nachbarn, auch wenn er Jude ist. Möchtest du darauf eingehen? Ruhig, ich rede gerade. Nein, du hast mich gerade gefragt, ruhig, ich antworte dir doch. Okay, erzähl mal, antworte. Guck, ganz kurz ruhig, eine Sekunde. Also wenn du hier reinkommst, dann sei respektvoll, weil wir gehen mit dir auch mit Respekt um. Und vor allem, dass du eine Frau bist, geben wir dir schon 10-mal mehr Respekt. Aber wenn du meinst, ein Mann zu sagen zu müssen, dass er ruhig sein soll, du hast dir nicht das Recht, einen Mann Befehle zu geben, dass er ruhig sein soll. Du bist eine Frau, ich habe dich jetzt kurz nochmal gestummt, du bist eine Frau, zeig dem Mann einfach bitte Respekt, dann kriegst du auch Respekt. Richtig, wir kommen dir mit Respekt entgegen. Respekt will ich nicht, geht mir am A vorbei, erste Sache. Die zweite Sache ist, ich antworte ihm... Hörst du mich? Ich höre dich ganz klar und deutlich. Okay, danke, dass du da warst. Ja. Guck mal Leute, seht ihr genau das, was ich meine? Danke. Guck mal Leute, sie fragt mich nach der Quelle, ich gebe ihr die Quelle und dann schreit sie einfach rum, ne, ohne drauf einzugehen. Ne, dann sagt sie, lies mal selber, dann erkläre ich ihr, was ich gelesen habe, dann sagt sie, du bist ungebildet, verstehst du eh nicht. Und dann fängt sie an rumzuschreien und beleidigend zu werden. Seht ihr, was wir meinen? Genau, das ist Islam. Ja. Bruder, ich wollte nur auf diese zwei Sachen eingehen, was dieser Muslim gesagt hat, auf diese angebliche Prophezeiung. Er behauptete zwei Sachen. Das erste ist, da hat er behauptet, die werden einen großen Turm bauen, die Araber und so weiter. Das ist erstmal eine falsche Prophezeiung. Nicht die selber haben das gebaut, sondern Ausländer. Wer hat denn Dubai aufgebaut? Es waren Ausländer. Es waren nicht die Beduinen, Araber oder sonst was. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, wer hat den Turm gebaut in Mekka? Ich wollte sagen, das waren alles deutsche Ingenieure, die die Türme gebaut haben. Was haben die Araber damit zu tun gehabt? Erstmal war das erstmal eine falsche Prophezeiung. Zweitens, mit Barfuß und so weiter. Seit wann arbeitet ein Bauer mit Barfuß? Oh Mann. So, erstmal auch hier. Das ist erstmal peinlich. Zweitens, mit Konstantinopel, was er behauptet hat. Konstantinopel wird erobert. Okay, aber da sagte Mohammed, sobald Konstantinopel erobert wird, so wird der Antichrist erscheinen. Ist ja auch eine falsche Prophezeiung. Der Antichrist ist seit 1400 Jahren nicht da. Bruder, Elia, der hat das mit Absicht nicht vorgelesen, ne? Und als wir gesagt haben, lies komplett, dann hat er sich komplett verändert. Das heißt, er hat die einfach Takia gemacht.
Er hat den Teil mit der Endzeit einfach ausgelassen. Deswegen, cool. Bruder, zitieren Sie auch keine Überlieferungsnummern, damit wir nicht nachlesen können. Genau, und das, guck mal, Bruder, das dritte ist Mohammed deine angebliche falsche Prophezeiung, ja? Der hat ja gesagt, der jüngste Tag wird dieser kleine Junge, weil die Sahaba waren damals mit ihm und er hat zu den Sahaba gesagt, siehst du diesen kleinen Jungen? Er wird den jüngsten Tag erleben. Und dieser Junge ist schon seit 1400 Jahren gestorben. Das ist falsche Prophezeiung. A, alles, was er gesagt hat, angebliche Prophezeiung, waren alle falsch. Richtig. Und das Ding ist, guck mal, die Muslime sind so, sobald du die Fakten bringst, dann fangen die an, Raum zu schreien. Die fangen an, durcheinander zu reden. Genau, man hat gerade ein perfektes Beispiel gesehen. Ja. Du bringst die Quellen, du redest Fakten, dann reden sie einfach dazwischen oder sie schreien einfach rum oder fangen an zu beleidigen. Und das hat man gerade jetzt gesehen. So. Du nennst ihr die Koran, sie sagt, du bist ein Lügner. Dann mach doch dein Koran auf und lies nach. Das dauert nicht mal eine Minute. Aber einen Menschen als Lügner beleidigen geht schneller. Meine Liebe, ganz kurz, Gottes Segen, Elia, Urban, Menzan, ganz kurz, meine Lieben. Ich wollte unbedingt eigentlich, wir sind jetzt zu weit nach vorne gegangen, etwas zeigen, was Flex ja angesprochen hat, was sehr wichtig ist. Thema Übersetzung, okay? Dass sie keine verschiedene Übersetzung haben. Ihr könnt es selber überprüfen. Flex kann oder Mensa, kannst du vorlesen, weil ich muss die Kamera so halten. Okay, Bruder, kann jemand vorlesen, einer von euch? Welche denn, welche? Ja, erstmal oben. Da steht, ihr Gläubigen, nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind untereinander Freunde. Okay, stopp, stopp, stopp. Jetzt, warte, jetzt. Hier ist die Quelle von der Übersetzung. Warte, hier. Okay, von der eigenen Übersetzung ist hier die Quelle. Okay, jetzt pass auf. Mensa, die zweite. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Beschützern. Sie sind einander Beschützer. Okay, die dritte bitte. O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Sie sind einer des anderen Schutzherren. Okay, Mensa, ganz kurz, Bruder, eine Frage an dich. Hm? Ist ein Security, der mich beschützt, auch gleich mein Freund? Nein. Ja, die haben das verschönert, ne? Die haben die manipulieren die ganzen Verse auch. Ja, 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 ja. Jetzt hier sind die Quellen. Also ich kann wirklich selber überprüfen. Und also wir sind uns da einig, ne? Freunde und Security sind zwei verschiedene Dinge, okay? Hm. Und jetzt guck mal hier. Die albanische Übersetzung im Koran, vom Mekka gestempelt, ganz kurz. Hier ist vom Mekka, oder Medina, glaube ich, Medina gestempelt. Stempel ist drauf, dass die Übersetzung richtig ist. Und hier steht auch, jeder, der Albanisch kann, macht sie euch nicht zu Freunden, Mitch. Bräutes sind Beschützer. Also, du siehst es auch hier. Die haben das verschönert. Es gibt mehrere Übersetzungen davon. Und Freund und Beschützer sind komplett was anderes, ne? Weil der Kollege gesagt hat, nein, nein, alle Korane sind überhaupt, der ganze Text ist ja auch komplett anders übersetzt, ne? Also so. Oder frag dich, bei mir im Live war ein Türk, oh, Entschuldigung, Mensa, Entschuldigung. Ja, alles gut, rede mal. Bei mir im Live war ein Türke und er hatte einen türkischen Koran. Und ich habe geschrieben, bei euch darf man Frauen schlagen. Er hat gesagt, du bist ein Lügner. Dann hat er seinen türkischen Koran aufgemacht und Sure 4, Vers 34 stand der Vers, meidet sie und schlagt sie. Und dieser Teil mit schlagt sie stand einfach nicht in seinem Koran. Das war einfach draußen. Ja. Wir haben wirklich das verändert. Meine Mutter hat noch den alten, die alten. Mach den mal raus. Ich glaube, der macht Unfug nur. Phil? Hallo. Okay, warte. Ich muss das mal anders machen jetzt. Dann schmeiße ich den mal raus. Ey, aber krass, ne? Nochmal, Flex, zurück zu dem Thema, weil das war sehr wichtig. Der hat gemeint, wo du gesagt hast, hier, welchen Koran soll ich nehmen? Das war berechtigt. Welche Übersetzung nehme ich jetzt? Guck mal. Bist du jetzt mein Freund oder einfach nur mein Beschützer? Komplett was anderes. Komplett ein Security,
ein Security ist nicht gleich mein Freund, nur weil er mich beschützt. Und das andere hier, Schutzherren. Ey, ich bitte euch. Hier habt ihr die Quellen. Und hier habe ich auch vorhin aufgeschlagen, wo ich die Quellen kopiert hatte. Hier steht es auch nochmal. Ja, ich lüge nicht. Hier. Ja, und hier auch. Hier, jetzt mit Schutzherren. Und Beschützer. Ja, Panikum. Hier jetzt wieder was anderes. Hier Schutzherren, Beschützer, Freunde. Was ist jetzt nun? Keine Ahnung. Ja, Bruder, das ist ja genauso wie diese Sure mit Allah ist der beste Täuscher. Das haben sie ja jetzt geändert auf irgendwie der beste Planer oder sowas. Ja, ja, die machen das still. Die machen das still. Ja. Die machen keinen Lärm. Richtig. Guck mal, Leute. Bruder Mensa, kennst du die Internetseite, wie der Bruder gerade gezeigt hat, Corpus Koranicum? Nee, leider nicht. Das ist die deutsche Seite der wissenschaftlichen Akademien in Berlin. Das ist eine wissenschaftliche Seite. Sie hat den Koran wissenschaftlich analysiert. Benutz die Seite für deine Lives. Das ist eine Bombe. Bruder, kannst du nochmal auf die Seite gehen? Genau. Das ist eine anerkannte Wissenschaftsseite, Bruder. Du kannst dir jede Sure im Koran eingeben. Sie zeigen dir, welche Bezüge, Talmud, andere Bücher. Kannst du jede Sure kannst du hier finden. Und jede Sure wird dir auch angezeigt, wo sie kopiert haben, was sie kopiert haben. Vor allem, du findest zum Beispiel Thomas Evangelium mit Urtext, mit Originaltext, richtig wissenschaftlich analysiert. Und ich habe jede Sure hier fast gesucht und du kannst den ganzen Koran im Talmud wiederfinden. Das ist eine sehr gute Seite, ist das. Die Seite heißt corpuscoranicum.de. Daran merken wir, dass Jesus Christus wahrhaftig die Wahrheit ist und die Wahrheit auch spricht. Und nicht ein Koran, der von 1000 Wörtern übernommen worden ist und sagt, ich bin die Wahrheit. Was eine Lügenideologie, ey. Ayayayaya, Astaghfirullah, ich lass mal Mensa reden. Ja, aber Leute, guck mal, kommt einfach zu Jesus Christus, wirklich. Ihr merkt selber, im Islam, man muss sehr, sehr viel lügen. Ja, die Muslime lügen sehr, sehr viel, nicht alle. Aber die nicht lügen, sind halt Leute, die einfach kein Wissen haben. Aber die Wissen haben, das sind wirklich sehr, sehr viele Täuscher dabei, die einfach nur bewusst ihre Zuhörer anlügen, ihre Zuschauer oder Zuhörer anlügen. Ja. Jesus ist wahrhaftig Gott, nur er kann ewiges Leben geben. Jeder, der Mohammed folgt, wird leider Gottes in die Hölle gehen. Ja, Mohammed selber ist gerade in der Hölle. Ja, man muss sich nur seine Lebensgeschichte anschauen, einfach dunkel, bis zum geht nicht mehr. Deswegen, die Muslime schämen sich auch für die ganzen Geschichten von Mohammed. Ja, kommt zu Jesus Christus, bei ihm müsst ihr euch nicht schämen. Ja, er ist heilig, er ist perfekt, hat nie gesündigt. Ja, er ist für uns gestorben, am Kreuz, am dritten Tag wieder auferstanden. Und er ist Gott. Ja, er ist wahrhaftig Gott und Satan will aber nicht, dass ihr diese Wahrheit erkennt. Deswegen bringt er Sachen wie Koran, damit die Menschen denken, dass Jesus nur ein Prophet war. Aber Jesus war viel, 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 viel größer als alle Propheten. Ja, wir sehen im Offenbarung Kapitel 5, Vers 13, dass Jesus von jedem Geschöpf, ja, jedes Lebewesen wird Jesus anbieten. Offenbarung Kapitel 5, Vers 11 bis 13. Ja, das ist kein Prophet, sondern das ist Gott selbst. Deswegen lasst euch bitte nicht anlügen von dem Muslim oder von Koran oder von Mohammed, Leute. Aber wenn jemand meint, er hat Fragen oder er will uns das Gegenteil beweisen, fühlt euch frei, kommt hoch und lasst uns reden. Dafür sind wir hier. An die lieben Muslime, wenn ihr sagt... Vielleicht ganz kurz, ja. Entschuldigung, Bruder, da will jemand drauf, der mag... Der hat eben auf Albanisch geschrieben, der, nimm ihn hoch, sagt er. Nimm ihn mal bitte hoch, sagt er. Aber ist er Moslem oder was ist der? Nicht Christ ist er, soweit ich das sehen kann. Okay, ich nehme mal zwei Brüder hoch, weil ich möchte, dass Mensa ein bisschen über den Herrn Jesus Christus spricht. Deswegen, also ich nehme jetzt zwei Leute hoch. Komal, ich nehme dich auch gleich hoch, aber bitte lass den Mensa bitte sprechen. Ich nehme gerne alle hoch, aber es muss professionell bleiben, ne? Dann ist alles okay. Leute, ich gehe dann runter, ne? Danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Ich wünsche euch allen ein Gottes Segen. Macht weiter so, Gottes Leute. Gottes Segen, Urban. Ach so, wer jetzt wegen der Internetseite Corpus Koranicum die Seite braucht, folgt mir.
Schreibt mir, ich gebe euch die Seite. Bruder Mensa, wenn Sie sagen, guck mal, die Wissenschaft Urban, hat kein... Ja, ich gebe Urban, warum machst du sowas? Was mache ich denn? Guck mal, Urban, warum machst du Werbung hier? Warum? Oh, Bruder, warte. Nein, warte mal, Bruder. Gib mir eine Sekunde. Ja. Du hast es verdient, Bruder. Ich gebe dir alle meine Coins jetzt. Warte, die ich jetzt. Nein, hab. Bruder, nein, behalt. Nein. Bruder, behalt, hör auf. Behalt die. Das hast du dir mit Liebe verdient. Nee, ohne Spaß. Behalt Bruder, warte, die. Bitte, warte. Mesa, du bist mein Lieblings. Du bist mein Lieblings-TikToker. Nein, du Urban, bist mein Chef. Hör auf. Urban. Ah, danke. Egal, danke. Ich küsse doch dein Herz. Danke. Ne? Alles ist ein Segen. Ja, ich finde, das ist einfach ein Segen. Und der Segen wird der Segen. Ja gut, Urban, schick mir das bitte auch, ne? Schick euch die Seite, Bruder. Die Seite ist eine Bombe. Ihr findet die Urtexte, Manuskripte, die Veränderung und dann könnt ihr zum Beispiel das 1 und sie zeigt die Stelle sie in der Bibel, woher sie diesen Vers genommen haben. Wissenschaftlich analysiert. Ne, Wahnsinn, das musst du mir schicken, weil das würde ich dann in meinen Livestreams oft benutzen dann. Ja, kannst du gerne machen. Ich schicke dir das sofort. Ich schicke dir jetzt sofort die Seite, ja, auf Dings. Alles klar, Gottes Bruder. Segen, Leute. Gottes Segen. Ja, Leute. Ja, also ich denke, unter diesen 380 Leuten sind Muslime. Ja, deswegen... Falls ja, kommt hoch und lasst uns über Jesus reden. Ja, lasst uns über Jesus reden. Und Jesus ist nicht Isa. Na, ihr werdet immer von Muslimen hören, ja, wir glauben auch an Jesus, wir lieben Jesus. Aber in Wirklichkeit, der Jesus, an den sie glauben, ist ein komplett anderer Jesus. Das ist nicht der echte Jesus, sondern das ist ein Jesus, der nicht mal lebendig ist. Ja, ein Jesus, der einfach nur gesagt hat, ja, ich bin ein Prophet und mehr nicht. So. Weißt du, man, also er hat gar keine Persönlichkeit im Koran. Der echte Jesus ist der Sohn Gottes, der echte Jesus wurde gekreuzigt, der echte Jesus ist heilig, perfekt, er hat nie gesündigt und der echte Jesus ist von den Toten auferstanden, der echte Jesus wurde von seinen Jüngern angebetet, ja, deshalb gibt es auch Christentum, okay, aber zu sagen, nee, weißt du was, Christentum ist falsch, weil die dachten, Jesus wurde gekreuzigt, ja, wer war schuld? Es ist Allah, der schuld ist, laut Koran, ja, laut Koran hat Allah alle Menschen getäuscht, sogar die Apostel von Jesus wurden von Allah getäuscht. So krass war das. Ja? Also, tut mir leid, aber wie bekloppt muss man sein, um an so etwas zu glauben? Es ist so, wie wenn ich sage, weißt du was, du bist gerade nicht im Livestream, sondern es erscheint dir nur so, als ob du gerade im Livestream bist. Was ist das für eine billige Ausrede? Ja, er wurde nicht gekreuzigt, sondern es erschien dir nur so. Das ist die billigste Ausrede, die man finden kann. Ja, die Fakten sprechen ganz klar für Christentum. Deswegen einfach nur zu sagen, ja, es erschien dir nur so. nee, das ist nicht genug. Du musst uns erklären, was ist genau passiert. Der Koran liefert keine Antworten. Ne? Und deswegen fragt Flex jedes Mal, zum Beispiel nach dem Namen von Eva im Koran, ne? Nach dem Namen von Adams Frau im Koran, steht nicht. Ne? Was ist die Funktion von einem Messias? Steht nicht drinne. Ja? Wer waren die Jünger von Jesus? Steht nicht drinne. Ja? Warum, was ist mit Jesus passiert? Steht nicht. Gar keine Information. Wo war das? Wo sollte er gekreuzigt werden? Gar keine Information wurden im Koran gegeben. Warum? Weil der Koran und geht das davon Witzige, aus, dass alle Informationen in der Bibel sind. Hm? Richtig. Das ja. Schlimmste an der ganzen Sache ist, Mensa, du hast gerade eben etwas erwähnt und das ist ein Knockout nochmal. Es gibt so viele Knockouts für den gesamten Islam, das ist der Wahnsinn. Das Leben von Jesus Christus wird im Koran nicht mal erklärt. Richtig. Wahnsinn. Ja. Und die sagen, die sind die wahrhaftige Religion. Dicker, da steht, also im Koran steht, dass Jesus ja als Baby geredet hat. Ne? Man weiß, dieser Text wurde geklaut von den Gnostikern. Man weiß, da steht auch zum Beispiel, dass Jesus als Baby irgendwie, wie heißt es, aus Ton Vögel erschaffen hat. Auch das wurde von den Gnostikern geklaut. Ja, Thomas Evangelium, jeder, der Thomas Evangelium liest, diese Kindheitsevangelium, da stehen so komische Sachen drin, dass Jesus zum Beispiel zwei Kinder umgebracht hat und so weiter und so fort. Und Mohammed klaut auch so ein Buch. Ja, wie krank muss man sein, um auch so ein Buch, auch so eine Quelle, Geschichten über Jesus zu klauen. Das ist grausam einfach. Ja, der Jesus im Koran ist ein falscher Jesus. Der echte Jesus ist in der Bibel zu finden. Nicht Isa, sondern Yeshua HaMashiach. Das ist der echte Jesus, Leute.
Und das ist Gott. Und keiner kann etwas dagegen machen. So. In Jeremia 23, glaube ich, 14 oder ich glaube 14 steht sogar drin, dass sie einen falschen Jesus predigen. Und wie? Ganz einfach. Richtig, Galater 1. Wenn jemand kommt. Ja, genau. Genau, Galater wenn jemand 1, kommt. Ja. Genau. Nochmal, welcher Vers? Galater 1, Vers 8. Ne, jeder, der ein falsches Evangelium predigt, ne, als das, was genau. man gehört hat, nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er gekreuzigt mhm. wurde und auferstanden ist für die Sünden der Menschen. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist verflucht. Ist verflucht, ja, genau. Dann gibt es einmal noch den einen Vers, dass jeder andere, der einen anderen Jesus predigt, ist auch verflucht. Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Das wird auch nochmal mhm. erwähnt in Jeremia-Vers. Ja. Oder jeder, der den Vater und den Sohn leugnet, ist ein Antichrist. Also Islam ist eine, ist die größte antichristliche Religion überhaupt. Ja, Islam ist antichristlich. Ja, und deswegen lasst euch nicht täuschen. Die Muslime werden immer sagen, ja, wir glauben an den gleichen Gott, wir glauben an den gleichen Jesus. Leute, das ist eine Lüge. Das ist eine ganz klare, eine ganz große Lüge. Das stimmt nicht. Ja, und deswegen attackieren sie auch jedes Mal die Bibel. Warum? Weil sie ganz genau wissen, dass die Bibel eine komplett andere Botschaft predigt. Die wissen, dass die Bibel klipp und klar lehrt, dass Jesus Gott ist. Das heißt, jedes Mal, wenn sie die Authentizität der Bibel anzweifeln, dann geben sie indirekt zu, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass Jesus Gott ist. Sonst würden sie das gar nicht machen. Weißt du? Und ja, das was ist. Man, was man noch hinzufügen kann, was man noch hinzufügen kann, ja, die haben doch in ihrer Schrift in Sure 4, Vers 171 steht ja drinne. Al-Messi, sie nennen Jesus Christus, was? Al-Messi. So, ich habe mich immer schon gefragt, sag mal, wissen die eigentlich nicht, was hinter diesem Namen eigentlich steckt? Messia, was ein Messia eigentlich bedeutet? Messia, Gesalbter, König der Juden, Retter. Also hat der Koran automatisch Jesus als Gott erklärt. Bitte, Menzer, kannst du mir bestätigen oder sagst du, hey, ist falsch? Guck mal, das Krasse ist ja sogar, ja, dass die Juden, wenn du einen Jude fragst, was ist die Aufgabe des Messias? Ja? Jeder Jude wird sagen, der Messias wird kommen, um uns zu retten, ja? Um uns zu befreien. Ne? Nun, frag mal Muslime. Der Koran bezeichnet Jesus als Messias. Okay. Was hat Jesus für die Juden getan, laut Koran? Inwiefern ist er laut Koran der Messias? Was war seine Aufgabe? Was hat er gemacht? Im Koran gibt es keine Antwort. Wie immer. Keine Antwort. Nix. Er wird als Messias. Und das Krasse ist sogar, Bruder, das Krasse ist, laut Koran wird er ja wiederkommen, oder laut den islamischen Traditionen wird er wiederkommen und sogar gegen die Juden kämpfen. Er wird die Schweine töten. er wird die Schweine töten und er wird das Kreuz brechen. Also er wird genau das Gegenteil machen. Genau das Gegenteil. Ja, das ist so krank. Das ist krank. Und warte mal, an dieser Witzfigur, dieser Mokhtari, der sagt, warum rennst du vor Tauhid weg? Ich erkläre dir ganz in Ruhe. Also, Tauhid habe ich schon viermal auseinandergenommen. Ja, und wenn du das vergessen hast, geh auf mein Profil, da siehst du die Videos. Der Grund, warum er mich debattieren will, ist, weil er ganz genau weiß, was ich mit ihm gemacht habe. Er will seinen Ruf retten. Ich habe keine Zeit für Kinder. Er ist kein Gegner. Verstehst du? Deswegen bitte hört auf. Nicht nur das. Hast du das Video gesehen von mir und Tauhid? Nee, das war der andere Tauhid. Das war dieser andere Tauhid. Also es gibt ja zwei. Ja, das ist ein anderer, ich weiß. Aber das Video mit den anderen Tauhid, hast du das gesehen? Ja, habe ich vorhin gesehen. Geil. Zu geil. Ja. Gottes Segen. Ja. Kann ich 2 Minuten haben? Klar. Gut, ich will 2 Punkte ansprechen, eben diese Prophezeiungen im Koran und Bibel. Er sollte sofort die Sure und Ayat nennen, aber er hat nur Hadithe gebracht und die Sunna ist aufgeschrieben 150, 180 Jahre nach Mohammeds Tod. Also kann er diese 30 Jahre, bevor dieser Typ gestorben hat, wo er ein Beispiel gebracht hat, dass er gestorben ist, kann man dann auch nachhineinschreiben. Weißt du, was ich meine? Die ganzen Schriften, die sie haben, sind erst fast 200 Jahre nach Mohammeds Tod geschrieben worden. Richtig. Wegen dieser Prophezeiung, wo er gesagt hat, 30 Jahre. Genau, und der zweite Punkt war mit dem Isa. Also ich gehe so weit und sage, Isa ist der Antichrist. Weil er kommt ja hier hin und sagt, ich bin Jesus. Er sagt ja, ich bin der Herr, ich bin der
Allerhöchste, weißt du? Das macht der Antichrist auch. Er setzt sich im Tempel und sagt, ich bin der Größte, ich bin... Und macht auch Wunder, darum kann er auch so viele Leute verführen. Er wird viele Leute verführen, weil er Wunder machen kann. Darum, alle Christen, habt Acht, dass euch keiner verführt. Amen, Amen. Also nochmal, ich glaube, die Muslime, die hier drin sind, diese Tawhid-Fanboys und diese ganzen Gummibärchenbande-Fanboys sind nicht in der Lage, meine Worte zu verstehen. Also nochmal, okay? Ich weiß, dass Tawhid behauptet, ich renne vor ihnen weg. Das ist eine billige Taktik, weil er mich provozieren will. Und wenn du vergessen hast, dass ich ihn schon auseinandergenommen habe, geh auf mein Profil. Ich habe mindestens 3-4 Videos von mir und Tawhid gepostet. Ich habe ihn schon 3-4 Mal debattiert und jedes Mal habe ich ihn auseinandergenommen. Und das weiß er auch. Er ist nicht zufrieden, deswegen will er sich rächen. Okay, ich habe die alle fast debattiert. Ich habe gar keine Lust, das ist für mich Zeitverschwendung. Ja, und ich weiß, dass er behauptet, ich renne weg, ich flüchte, damit ich, weil er mich einfach provozieren will. Ich weiß, dass er das macht. Ja, er macht jeden Tag Videos gegen mich, aber er ist für mich ein Kind. Und ich könnte ihn jederzeit wieder auseinandernehmen, aber ich habe keine Lust, ja, weil ich habe nichts davon. Ja, er will seinen Ruf retten, ich muss nichts beweisen, okay? Deswegen, wenn ihr meint, ich flüchte vor ihnen, kein Problem, denkt, was ihr wollt, interessiert mich eh nicht, ja. Das mal dazu, um das mal klarzustellen, so. Ja, und der Daphne, du warst ja schon davor drin, richtig? Ja, genau, du hast mich rausgekickt. Okay, bist du eine Frau, oder? Ja, eine Frau. Du bist eine Frau, okay. Mhm. Dann gibst du uns nochmal die Möglichkeit, mit dir normal zu sprechen, geht das? Ja, also ich habe eigentlich eine Frage, ich bin ja konvertierte Christin. Moment, ganz... Hä? Aber vorhin, wo du hier drinnen warst, warst du Muslime, hast du gesagt? Bitte? Hä? Nochmal? Aber vorhin, wo du hier drinnen warst, hast du gesagt, du bist Muslime? Nein, ich habe hier gar nichts gesagt. Oh, vielleicht verwechsel ich dich mit irgendjemandem. Kann sein, weil ich habe nichts gesagt. Okay, kann sein, ich verwechsel dich. Dann tut's mir leid. Auf jeden Fall hätte ich jetzt eine Frage. Ich war heute so mit 3 Jungs auch in einem Live, die also quasi für den Islam debattiert haben, etc., wo es quasi darum ging. Sie wollten mir das irgendwie widerlegen, was ich halt alles gesprochen habe, natürlich wieder mit Worten umdrehen etc., wie sie das halt so gern machen. Mhm. Und auf jeden Fall ist jetzt meine Frage, sie kamen mir mit dem an, dass das Kapitel Johannes, Matthäus etc., dass das angeblich, man weiß ja nicht, wer die Autoren davon sind. Wie sollten wir als Christen argumentieren? Also was kann ich da sagen, weil ich bin ja durch nicht den Heiligen Christen. Geist, die 12 Aposteln natürlich. Mhm, weil das wollte ich jetzt einfach wissen, wie ich da war. Melzer, korrigier mich, wenn ich was Falsches gesagt habe. Ja, also wir wissen, wer das geschrieben hat. Ja, wir wissen, wer Johannes geschrieben hat. Johannes war einer von den Aposteln von Jesus. Er war ein Augenzeuge. Er hat alles gesehen, was er da geschrieben hat. Matthäus war ebenfalls einer von den Jüngern. Also Johannes und Matthäus waren von den Jüngern von Jesus. Markus war einer, der mit Petrus gelaufen ist, also der kannte Petrus persönlich, Petrus war auch einer von den Aposteln. Und Lukas war einer, der mit Paulus unterwegs war, Paulus war auch einer von den Aposteln. Von daher, wir wissen ganz genau, wer die sind und die Kirchenväter bezeugen ebenfalls von dieser Wahrheit. Und ja, die Geschichte ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Alles, was Warte mal, hast du gesagt, die Kirchenväter bezeugen diese Wahrheit? Ja, richtig, oder? Richtig. Die Kirchenväter bezeugen das. Ich wollte nämlich gerade korrigieren, weil ich habe gedacht, ich habe es jetzt falsch gehört. Aber ja, die Kirchenväter, genau, richtig, genau. Genau. Ja, deswegen, ich weiß, das sind... Alle hin schnell runter. Detne, die haben dich rausgeschmissen, stimmt? Wo du live ja. warst? Ne? Ja, warum lügst du? Ich war dabei. Warte mal, Rebel AK, eine Frage, hörst du mich? Rebel AK, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Danke, dass du da warst. Okay, Mentor jetzt. Ja. Er ist hochgekommen, einfach um zu nerven. Seht ihr? Also, ich meine, quasi stimmt das eigentlich, was er sagt, dass ich geflüchtet bin? Ich meine, was heißt geflüchtet? Ich habe das Live irgendwann verlassen, weil 3 Leute drin waren, die gegen mich wieder mir die Worte im Mund verdreht haben und eben diese Argumentation gebracht haben, wie sie es sonst immer machen. Mhm. Was vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Man spricht ein Thema an, sie kommen mit 10 anderen Themen und es ergibt halt vorne und hinten keinen Sinn und irgendwann habe ich das Live verlassen.
Ja, okay. Ist auch richtig. Aber, Defne, eine Frage, was für eine Landsfrau bist du? Türkin. Oh, okay, krass. Also, wie hast du zum Herrn gefunden? Ich lasse auch gleich Mensa weitermachen. Wie hast du zum Herrn gefunden? Grundsätzlich ist das so eine Privatangelegenheit, aber ich sag mal, also durch ein schweres Erlebnis, wo ich dann durch einen Traum quasi dazu gefunden habe. Aber das sind halt Dinge, okay, die ich live bei vor vielen Menschen nicht ansprechen würde, weil das viel zu kostbar ist, was für Menschen halt natürlich zuschauen und das dann bespucken oder sonstiges. Okay, ich verstehe. Genau. Wow, okay, krass. Aber ich finde das sehr, sehr schön, dass du zum Herrn Jesus Christus gefunden hast. Und ich möchte auch sagen, diese ganzen, also ich war auch eine Zeit lang bei einer Hilfsorganisation, auch in Palästina, wo auch sehr viele Leute, also sie wollten nicht zwingend zum Christentum konvertieren, aber sie wollten aus dem Islam austreten, können es aber nicht, weil sie unterdrückt werden von allen Seiten, also es gibt einfach so viele Beweise dafür, dass diese Religion schlecht ist, dass sie Unheil predigt und nicht nur das, Daphne. Und zwar Islam ist am Ende. Ich kann dir auch sagen, warum Islam am Ende ist. Durch Internet, durch TikTok, durch all dieses ganze Internet, was wir haben, haben wir sehr viele Missionare, die diese Dunkelheit aufdecken. Islam ist am Ende. Die sind am Ende. Subhanallah, die sind am Ende. Sorodes hat recht. Mit ihren Lügen kommen die sowieso nicht mehr weit. Islam ist vorbei. Ende. Sorodes hat recht. Darf ich schnell was sagen? Sorodes hat recht. Im 13. Jahrhundert waren alle Türken Christen. Ja? Und dann kam von der arabischen Seite die Islamisierung. Durch Gewalt. Entweder wirst du Muslim oder dein Kopf ist ab. Muss es geschichtlich sehen, im 13. Jahrhundert waren alle Türken Christen, orthodox, also christlich. Und dann kam die Gewalt des Islams und hat sie islamisiert. Genau. Aber es ist halt, trotzdem, wenn man sich dazu entscheidet, das war bei mir nicht anders, natürlich auch aus der Familie, aus Freundeskreisen, von überall bekommt man Hassreden oder man wird verstoßen oder was weiß ich was, und das spricht auch alleine schon für sich. Natürlich repräsentieren die Menschen eine Religionsgruppe und das spricht dann auch für sich. Genau, aber meine Frage war eigentlich, was ich darauf antworten hätte sollen, als mir gesagt worden ist, dafür gibt es keine Autoren für das Kapitel Johannes und Matthäus etc. Ja, das ist eine Lüge. Weil ich ja nicht allwissend bin und noch nicht so lange alles gelernt habe, deswegen. Ja, wie gesagt, also wenn Sie behaupten, es gibt keine Autoren oder wir wissen nicht, wer die Autoren sind, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Die lehnen die Autoren einfach ab, das ist deren Argument. Sie lehnen die Autoren ab, weil sie nicht dran glauben wollen. Okay, aber wir wissen ganz genau, dass es Johannes war. Johannes war einer von den Aposteln, wie gesagt, Johannes und Matthäus. Ja, Markus war einer, der mit Petrus gelaufen ist, er kannte Petrus, er hatte die ganzen Berichte von Petrus. Ja, Petrus war auch ein Augenzeuge von Jesus, er war einer der Apostel. Und Lukas war ein Historiker, der kannte Paulus persönlich. Paulus hat richtig viele Briefe vom Neuen Testament geschrieben, er war auch einer von den Aposteln. Deswegen, wir wissen ganz genau, wer die sind. Wenn die Muslime etwas anderes behaupten, dann, klar, ist es eine Lüge. Da musst du sie fragen, okay, wer hat den Koran geschrieben? Ne, oder frag sie, wer hat das Evangelium geschrieben von Jesus? Und frag sie mal auch, wo ist das Evangelium? Wo ist es? Weil laut Allah ist das Evangelium noch da. Im Sure 5, Vers 47. Laut Allah befindet sich das Evangelium in der Zeit von Mohammed noch auf der Welt. Das Problem, sie haben bis heute keine anderen Evangelien gefunden, außer die wir heute haben. Ne? Okay. Deswegen, also die Fakten sind ganz klar auf unserer Seite. Die Muslime haben keine Antworten. Die wissen nicht, wo das Evangelium ist. Ne, die sagen einfach nur, da, das ist verschwunden, irgendwie, irgendwo, okay, keiner weiß. Ja, und da würde ich mir eher Sorgen machen. Also, weißt du? Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Danke dafür. Nicht zu danken, Gott segne dich, ja. Ebenfalls. So. Genau, also Leute, die Muslime lügen nur, die lügen wirklich nur. Ja, und damit meine ich nicht alle Muslime, sondern ich meine die ganzen Apologeten von ihnen. Guck mal, die haben jahrelang behauptet, dass der Koran perfekt überliefert wurde, Buchstabe für Buchstabe. Man weiß heute, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Ja, man kann das heute nachweisen. Ja, und auch diese ganzen angeblichen Wunder vom Koran, das sind alles wirklich
Zeitverschwendung. Ja, nimmt nichts Ernstes, was sie sagen. Das ist without lies, Islam dies. Das ist die Wahrheit. Ja, Jesus Christus ist Gott. Und lasst euch von niemanden von ihnen wegführen. Ja, weil ohne Jesus, er sagte klipp und klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine ganz klare Aussage. Ne? Man muss entweder sagen, er hat gelogen. Ne? Aber die Muslime können ja nicht sagen, er hat gelogen, weil die ja glauben, er ist ihren Prophet. Also müssen sie sagen, die Bibel wurde verfälscht. Und dann würden sie aber wiederum den Koran widersprechen, weil laut Koran ist die Bibel nicht verfälscht. Deswegen, die Fakten, wie gesagt, sind ganz klar auf unserer Seite. Jesus Christus ist Gott. Ja, Gott im Fleisch, gestorben für unsere Sünden, am dritten Tag wieder auferstanden, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. So, jeder, der Fragen hat, kann hochkommen. Fühlt euch frei. Ich will noch etwas sagen zu meinem Bild. Ja. Also, das ist George Castriotti. Er hat das Osmanische Reich 26 Jahre aufgehalten in Albanien, dass es nicht nach Europa kommt. Und Europa ist heute christlich nur wegen ihm. Weil Europa hat sich dann aufgerüstet und hat sich vorbereitet und dann sind sie bis nach Wien, aber dann sind sie gescheitert. Aber nur wegen diesen 26 Jahre Vorbereitung gegen die Osmanen. Die Osmanen hatten damals Schwarzpulver und die anderen Soldaten hatten nur Pfeile und Schwerter. Das musst du dir vorstellen wie Amerika gegen Schweiz oder so. Oder gegen ein kleines Land mit dem militärischen technischen Ausrüstung. Und er hat sie 26 Jahre aufgehalten. Und das ist George Castriotti. Sie haben ihn Skanderbeg genannt. Alexander, also wie Alexander der Große. Und wegen ihm, darum ist auch in Deutsch, also in Schweiz, in Genf, eine Statue von ihm, in Italien, in London, überall hast du diese Skanderbeg, also George Castriotti Statuen, weil er Europa gerettet hat vor der Islamisierung. Ja, Leute, deswegen, Flex, Bruder, ich muss langsam raus, ja? Kein Stress, Bruder, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Stream und ich würde sogar sagen, wir machen sogar eine kleine Pause. Ja, Leute, wir haben wirklich viel gemacht heute, dann kam noch Mensa rein, das ist top. Wirklich ein sehr schöner Stream, sehr gesegnet und sehr viel Unterstützung von euch, Leute. Und da kann ich nur eins sagen, Leute, ich bedanke mich, Mensa bedankt sich auch, ja, und ja. Ja, Bruder Flex, danke dir auch für deine Arbeit, ja, danke, dass ich hochkommen dürfte und an alle anderen, Gott segne euch alle, an Defne, an MA und an alle anderen auch. Mark. Gottes Segen, alles Gute. Gottes Segen, ciao. Also Leute, wir machen jetzt eine kleine Pause, vielen Dank, Leute. Das war wirklich ein Top-Stream. Aber jetzt ist genug, Leute. Na, wir brauchen auf jeden Fall eine Pause. Apologetik bis zum geht nicht mehr. Ne? Und über das Wort Gottes sprechen. Und jetzt ist mal genug, Leute, oder? Ne, bisschen eine kleine Pause. Die Streams, wirklich, war wirklich sehr, sehr schön. Erstmal Energie tanken. Mal gucken, vielleicht komme ich nachher als ein Sheikh wieder rein. Ja, mal gucken, ja, mal gucken. 0 Uhr, vor 0 Uhr. Ja, gucken wir mal, Leute. Ne? Das war doch ein sehr schöner Stream, Leute. Ich komme nachher eventuell nochmal als ein Imam rein und dann schauen wir mal. Ne? Ich küsse doch eure Herzen, alle, die unterstützt haben. Möge Gott euch segnen. Ne? Also, Leute, peace out und bis später. Ciao, ciao.